Gut, dass du kommst, Toni. Warum, was meinst du denn? Ich sag das jetzt noch mal im Gurten. Lass die Fefe in Ruhe. Gesteig mir da einen Bugeln auf. Was geht denn durch die Fefe an? Ja, mehrer schon wie die. Wieso? Ist vielleicht schon deine Braut? Noch nicht. Aber sie soll es werden. Soll es werden, soll es werden, das kann ja jeder sagen. Aber werden du es meine. Toni, wenn du mein Bruder bist, aber noch ein einziges Mal, wenn du die Madel schön tust, dann kannst du was erleben. Was kann ich nachher erleben? Glaubst du vielleicht die Fürchte? Ja, mit dir bin ich gleich fertig, du Torg auf, du Damischer. Ja, dann geh noch her, bis du Schneid hast. Ja, gleich hebe dich aus dem Gift, du. Ja, Mutter! Erstes? Hast du mal Glück gehabt? Herrschaftsdeppe, Grütze, Kirchen! Ja, was ist denn? Da soll man nicht spring giftig werden. Was hat's denn gegeben, Vater? Alles auf dem Hof muss nach ihrer Pfeifen tanzen. Aber Vater, der Herr im Haus, der bist doch du. Ja, das hab ich auch gesagt. Na also? Ja, aber sie hat's nicht geklappt. Da ist der Kaffee. Geh weiter, Vater, hock dich her. Sie werden es wiederwurzen. So geht du dich verhalten. Hier sitzen, sag ich. Hast du schon einen Zuckertunnel da? Was ist denn, Sepp? Magst du heute keine Nudel, hä? Zucker da und eine Nudel, hä? Was ist mit mir? Ja, du wirst es wohl noch da warten können. Du bist nicht so giftig. Ja. Soll man sich noch nicht giften, wenn man von euch manchmal solche Geschichten hört? Was denn für Geschichten? Leni, die Magd beim Wegscheider ist Mutter geworden. Aber ist jetzt endlich mal reingefallen. Naja. Und wer meinst du, dass der Vater ist? Wer soll denn nicht das wissen? Der Wegscheidbauer selber. Was? Der Bauer selber. Der alte Hirsch. Was machst du denn da mit deinem Kaffee? Nudel hab ich mir eingebracht. Oh. So viel Nudel in das Lackerl-Kaffee da nicht. Oh. Das kann ich machen, wie immer. Verstanden? Ich bin der Herr im Haus. Beim Kaffee von mir aus schon. Nein, vielleicht ist das alles ein Gerät. Und überhaupt, was gingen uns andere Leute ihre Geschichten an? Ja, Gott sei Dank, dass andere Leute ihre Geschichten sind. Es wäre ja noch schöner, wenn sowas in meiner Familie vorkommt. Nee, da könnte man auch nichts machen. Ich tät's euch nachher schon zeigen, ob man da nichts machen kann. In meinem Haus will ich nicht einmal solche Redensarten hören. Geschweige denn was anderes. Hey. Wie haben wir's denn da? Jetzt hast du es gehört, Vater. Nimm dich zusammen. Halt dich zurück, Vater, dass dir nicht auch einmal sowas passiert. Ja, wie redst du denn hier mit deinem Vater, hä? Was glaubst du denn hier von mir? Okay, wir haben nur Spaß gemacht. Und mit sowas macht man keinen Spaß. Marsch an die Arbeit. Du das gesagt schneiden? Das ist gut. Und du machst das Krümpfutter. Ja, die Mutter hat aber gesagt, du sollst einen Zaun vom Gemüsegarten richten. Wenn ich sag, du sollst das Krümpfutter mähen, dann mähst du das Krümpfutter! Ich schaff die Arbeit an und sonst niemand. Ja, weißt, Papeli, ich glaube, das Gescheitste wird jetzt für uns zwei sein, wenn ich zuerst einen Zaun richte. Muss ich mir sagen lassen? Von meinem Herrn Sohn. Aber der recht. Er hört ja nichts anderes. Grüß dich. Da, schau her, der Vogel. Aber. Ja, kommst du einmal auf Heimhausen? Ein Bock hier habe ich verkauft und da haben wir gedacht, schaffst du mal beim Stangassinger rein. Aha, ja, ja. Ja, hockt ihr jetzt hier? Wenn's verlaubt ist. Ja. Ja. Möchtest du mir auch eine Kuh verkaufen? Nein. Die Afra. Was ist denn das für ein Viech? Meine Tochter. Ach so.
Auch wegen deiner Tochter willst du mit mir reden. Das ist vielleicht ein schneidiges Mädel. Ja. Schön rundum und dumm festgewachsen, wie ein Haselnusskern, du. Und arbeiten, sag ich, arbeiten wie ein Stier. Ja, wir haben schon recht. Mein Sepp kommt jetzt in die Jahre, wo ein Weib nicht mehr kommt. Geht, das sag ich auch. Ja, also, abgemacht. Also, ab. Halt einmal, so schnell schießen brauchst nicht. Was gibst denn du dem Buben mit? Ja, also zuerst einmal, bis ich einen Hof übergebe. Ja. 4.000 Mark. Was? 4.000 Mark? Ja, schämst du jetzt gar nicht ein bisschen, hä? Ja, wieso? Später kriegt er so einen Hof. Und außerdem muss ich einen Toni auch nachziehen. Ja, dann haben wir schon ausgelöst, dann Gassinger. 4.000 Mark, dass ich nicht lach. Ja, was gabst denn du deiner Afra mit? Ich? Meine Afra? Ja, mei, in dem Jahr habe ich ein bisschen Pech im Stall gehabt, gell? Also mehr wie 4.500, nicht? Vogelhuber, schau dir mal in den Spiegel. Warum? Ob's dir jetzt du nicht schämst? Ja, glaubt das nicht. Na, Vogelhuber, für den reichsten Bauern von Langerberg sind 4.500 kein Angebot. Ja, also dann 4.800. Ja. Also mein letztes Angebot, aber nachher musst du auch aufgehen. 5.000. Mein letztes Angebot. Du 5.500 und ich 4.500. Ja, halt's mich du für hirndamisch, hä? Wie kommt denn ich als Bratvater dazu, dass ich um 1.000 Mark mehr zahle als wie du, du Schundnickel? Ja, da sind wir schon fertig miteinander. Ja, das sind wir. Ich brauch deinen Buben nicht. Und ich deine Afra auch nicht. Meine Afra kriegt 10 andere. Aber nicht so wie mein Sepp. Aber ganz andere kriegt's, wie dein Sepp ist, mein Lieber. Du Ruf. So ein ausgeschämter Rami. Der möchte seine depperte Tochter schier umsonst umbringen. Pass auf, Stangassinger, lass dir sagen. Also, 5.200 darf ich noch bieten. Na, jetzt gib ich meinem Buben nicht einmal um 6.000 her. Ach so, kommst du mir. Weißt du was? Und wenn du mich jetzt niefällig bitten darfst, jetzt kriegst du meine Afra nicht mehr um 10.000, du. Verstehst du mich? Dann lass das Eis holzen und machst das Surfleisch draus. Hat der Corbini einen Zeh schon gebracht? Nein, noch nicht. Der braucht aber lang zu den bisschen scharf machen. Wer war denn gerade da? Der Vogelhuber von Langerberg. So? Ja, wegen was denn? Wegen was denn? Wegen einem Kuhhandel, nicht? Wegen einem Kuhhandel kommt der selber von Langerberg bis daher. Ja. Grüß dich, Sepp. Grüß dich, Pfeffi. Ist die Mutter da? Freilich. Was willst du denn von ihr? Fragen, ob ich was auf ihrer Maschine nehmen darf. Ach so. Ja, die Mutter ist in der Küche draußen. Pfeffi. Ja? Heute sind der Früh schon schön, gell? Ja, recht schön. Ja, ich glaub, dass sie am Nachmittag schön bleibt. Ja, gewiss. Ja, na, halt's wieder am Abend noch aus. Wirst sehen. Ich glaub schon. Du, Pfeffi. Ja? Kannst du dir gar nicht denken, warum ich jeden Abend in Roten Ochsen komm? Wirst du schon einen Durst haben? Na, da zieht mich schon was ganz anderes in Roten Ochsen als wie das Bier. Möchtest du wissen, was? Na. Ich sag's aber trotzdem. Du? Ich? Ja, du. Mein Pfeffi, ich hab dich so narrisch gern, dass ich dich gleich mitten im Wirtshaus vor alle Leute abbusseln kann. Du sei so gut, du warst recht. Ja, warum denn nicht? Oder steckt da vielleicht der Toni im Kopf? Der Toni? Was dir nicht einfällt. Dein Bruder. Wer wär denn nachher? Gar keiner. Na also, was hast du noch gegen mich? Schau, Sepp, als Gespuse bin ich mir zu gut. Und heiraten? Na ja, du weißt es ja selber. Deine Eltern taten es nie zugeben. Ja. Aber das findet sie alles. Die Hauptsache ist doch, ob du mich gern hast. Ich muss jetzt zur Bayern. Pfeffi, aber. Der Toni den Zahn noch nicht kriegt, der schon wieder die Hände. Da kommt's schon. Da verzieh ich mich lieber. Ich
Komm halt an den roten Ochsen und dann reden wir weiter. So ein narrischer Kerl. Aber nett ist er. Ach, da schaut, Fefi. Grüß dich. Grüß dich. Was führt denn die her? Bayerin, darf ich was auf deiner Maschine nehmen? Freilich, sitzt die noch hier. Gesehen. Bist halt halb fleißig, Fefi. Was machst du denn da? Ein Dirndlband für mich. Schau, so wird's. Das ist der Schnitt. Ja, schön. Du schaust ja noch aus wie eine Bayerin. Vater? Ah, Fefi, bist da du? Wo ist denn der Bauer? Bring ihn, Fefi. Ich glaube im Stall. Wart halt ein bisschen. Wenn's nur nicht so lange dauert. Na, du versäumst doch nichts. Du sitzt doch die mehrere Zeit im Roten Ochsen. Ja, aber bloß wegen der Fefi. Ich hab Sucht mir halt ab und zu, der Vater. Wenn ihr daheim bei ihm sein könnt, wär's gleich besser. Ja, da könnte ich mein Bier daheim trinken, nicht wahr? Und so muss ich mein ganzes Familienleben ins Wirtshaus verlegen. Hättest damals der Fefi eine Mutter geheiratet, dann hättest du jetzt daheim. Ist ja so ein Wunder, dass die Fefi bei dir allein so fleißig geworden ist. Könntest du ruhig ein Beispiel nehmen an deiner Tochter? Die Fefi, die ist ja noch jung. Nicht? Die kennt ja die Arbeit nicht so wie ich. Sonst darf sie nicht so nachlaufen. Und überhaupt bin ich ja ich. Gar nicht mehr so gut benannt. Nicht? Nein, ich leide es an sogenannte Halunke-Nationen. Was? Halunke-Nationen. Ja, da sehe ich zum Beispiel jetzt da ein Glas Enzian steht. Ganz deutlich sicher steht. Da steht aber keins da. Rein gar nichts. Das sind ja die Halunke-Nationen. Du, heißt das nicht Halluzinationen? Nein, von den Fremdwörtern, da verstehst du nichts. Ne? Da kommt übrigens gerade der Bauer aus dem Stall. Ich glaube, der geht den Schupfen rüber. Na, geh ich zu ihm. Da herin, da wär ich nicht so richtig verstanden. Aha. So. Da ist mir die Luft zu trocken. So. Halunkinationen, ja, ein Halunk wird er halt sein. Darfst du ihm nicht besser, Bayern? Ja, ist halt einmal so. Ich weiß schon, Fefi. Du, wenn's fertig bist, gibst du den Küchenhaus zu einem Kaffee, gell? Ja, ist schon recht. Frische Schmalznudeln habe ich auch. Dankeschön, Bayern. Wer ist? Gelass doch die Dummheiten, Sepp. Du bist das, Toni. Ich habe jetzt keine Zeit. Warum? Was hast du denn so wichtig, da? Bei da schau her, Dirndl gewandt! Ist jetzt nicht gleich her! Ui, wenn ich mir vorstelle, dass du da drin steckst, Sachsen die! Du, das wär was für meinen Vater und seinen Sohn! Aber schaust du jetzt den gar nicht auslassen! Auslösen! Wir? Ein Puzzle! Oh, na! Toni! Was hab ich dir denn gesagt, ha? Was hab ich dir wegen der Fefi gesagt? Was du mir gesagt hast, ist mir wurscht! Und ich werde gleich schauen, was dir wurscht ist! Na, geh doch her da! Aber Bum, seid doch gescheit! Ich will nicht gescheit sein! Ihr erst recht! Hund, wegen der Schlampe! Hau her, wenn's dich traust, du Blutzackradi. Gleich frieh das Knack, nachher bist hi. Wurmt jetzt nicht raffer, das darf doch nicht sein. Feferl, liebs Feferl, wann kehrst in die Main? Hör nicht auf den Gimpi, wir zwei kehren doch zusammen. Das ist nicht ausgemacht, mein Ruhr mich nicht ab. Ja, was ist das für Feferl? Was gehört dummer Bub? Von dir möcht's hier Ruhe, drum weiß es ganz gewiss, dass mein Weiberl bald ist. Brüderl, da teischt die Pfiffi, ist nicht dein Schatz. Wenn's dir jetzt keine Ruhe gibst, dann kehrst gleich der Katz. Was ist denn da los? Aufhören! Aufhören, sag ich aber sofort! Au! Doch, geh fort! Seid ihr jetzt mal Guckel? Schämt euch denn gar nicht? Um was geht's denn? Der Toni will mir mein Mädel abspinstig machen. Gehört's dir vielleicht schon? Ja, vielleicht dir! Ja, schon mit Am dir! Frieden gibt's! Ihr seid ja wieder kein und der Nabel! Abel! So?
Passt dir jetzt anders? Was für ein Mädel geht's denn? Um Pfeffi. Was denn für ein Pfeffi? Doch nicht um die Kellnerin vom Roten Ochsen, ein Saugpfeiler, seine Tochter. Na, freilich, da hinten sitzt's ja. Wo? Pfei, grad da hinten hockt's. Sei ehrlich, Pfeffi, hab ich da nicht grad vorhin gesagt, dass ich die gern hab? Ja, das hast du gesagt. Na also. Ja, und ich? Du hast das auch gesagt. Na also, dann entscheide doch. Da wird nichts entschieden. Pfefferl, sei so nett und lass uns einmal allein. Ja, ich geh schon. Ich hab für deine zwei keinen Anlass gegeben, dass sie mich streiten. Was tust du in der Küche draußen? Kaffee trinken. Brav. Ja, sagt's einmal, ist euch denn nichts Dimmers eingefallen? Mir stehen ja die Haare zu Berg, wenn ich bloß daran denke, dass einer von euch mit der Pfeffi. Nein! Pfeffi ist doch ein Bullzaubersmädel. Ja, und ordentlich ist sie auch. Und drum will ich heiraten. Oha, ich heirate. Ruhe ist, du heiratest es nicht. Und du auch nicht. Na, warum nicht? Weil es halt nicht geht. Bedenkt's doch, das Mädel hat doch hin zum Fahren nichts. Seit wann hast du nur einen Augenfehler? Du schaust doch mal genau an, siehst du, was die hinten umfahren hat. Ja, wenn's auch nichts hat. Dafür haben wir nur. Hinten umfahren? Ich will nichts mehr hören. Aus der Geschichte kann nichts werden. Mir nichts. Aber das ist doch alles. Geht sofort an die Arbeit, aber marsch. Wir gehen schon. Aber wegen der Pfeffi. Das letzte Wörtel noch nicht geredet, Vater. Nein, da sind wir noch nicht fertig. Weil so einfach wie ein Gockel an Hals abtragen geht, das nehme ich nicht. Mit uns nicht. Ja. Mit denen ist sauber. Den Säck hab ich in den Schuppen hinter. Ja, ist schon recht. 45 Pfennig. No. Da. Das ist ein Hosenruf, gell? Also da ist der Fünferl. Und jetzt, Kapinian, jetzt hab ich mit dir was zum Reden. Mit mir? Ja. Bin aber gar nicht gut beieinander. Ja. Ich hab so Halunkinationen. Was hast du? Halunkinationen, da sehe ich ja lauter Sachen, die wo nicht da sind. Okay. Da sehe ich jetzt am Tisch ganz deutlich einen Enzian stehen. Ganz deutlich sehe ich ihn stehen. Da steht aber keiner dort. Ja, das ist eine Krankheit, die Halunkination. Ah, so. Ich hör dich schon gehen. Ja, da stellen wir halt einen hin. Da werden sie gleich vorbei sein, denn ich. Halunkinationen. So. Du hast einen. Dankeschön. Das ist fein arg, wenn man allerweil Sachen sieht, die wohl gar nicht da sind. Ja, jetzt pass auf, Kapitän. Zuhören, so ist man. Ja, hör dich her doch, wenn ich trinke, da brauche ich gar nicht absitzen. Was meinst du, was passiert ist? Was? Der Sepp und der Toni haben sich alle zwei in die Pfeffi verliebt und jeder will es heiraten. Ja, ich war auch bald erstickt, ja. Erstens mal, und Josef, deine Buben. Ja. Und ausgerechnet die Pfeffi. Ja, ausgerechnet. Als ob es nicht nur andere Mädchen gab. Ja, jetzt musst du die Wahrheit sagen. Bist narrisch. Du kennst doch meine Alte. Ja, leider. Mein Lieber, das wäre so eine Überraschung, wenn die auf einmal erfahren hat, dass die Pfeffi nicht meine Tochter ist, sondern die deine. Bist du stark? Doch ein Hundsleben. Ah ja. Na, ich konnte ja verstehen, schau. Die Mutter von der Pfeffi, die Rosel, das war ja ein Bild, sauberes Fernsehen. Ja, da heißt es immer, die Liebe ist eine Himmelsmacht. Nein, solche Scherze macht nur der Teufel. Schau, mich hat ja auch eingeseifert und eingewickelt damals, nicht wahr? Was, die? Ja, freilich bin ich auf der Betelei, mich als Vater von der Pfeffi ausgegeben hab, ne? Ja, aber nicht einen Haufen Geld dafür gezahlt. Ein Haufen? Ja, oder nicht? Ja, damals schon, aber weißt du, jetzt hier und da, jetzt packt's mir oft wieder so. Was packt die? Das Gewissen. Keine? Das beißt mir zum Beispiel oft so, dass ich am liebsten alles eingestehen möchte. So. Ja. Beißt sie wieder. Ja, und wir, fürchterlich. Oh, das ist noch gar nicht so lange her, du hast ja bissen. Das kommt in der letzten Zeit aber gar zu oft vor, dass sie das beißt. Aber die Zeiten sind auch teurer geworden.
Also gut. Du hast einen Dollar. Kaufst du Medizin, dass das Beißen vergeht? Ja. Und jetzt red, was wir tun können, dass nicht einer von meinen leiblichen Söhnen meine eigene Tochter heiratet. Ja, jetzt musst du es halt eingestehen, nicht wahr? Nix. Kommt gar nicht in Frage. Da wird nichts eingestanden. Du, weißt was? Die Fifi muss weg. Weit weg. Meine Schwester im Beingries, die suchen den Markt. Da tun wir sie. Wenn's mag. Ja, wenn's mag, dann schaffst du es ja halt. Du bist doch der Vater. Was bin ich? Ja, so schon, aber. Ja, schaff doch du deine Buben und nicht so in die Fefi in Ruhe lassen. Bist du auch der Vater oder nicht? Ja, was willst du denn machen mit zwei so ausgewachsenen Lackeln? Die lassen sie doch nicht zureden. Dann sag ich halt nochmal Dankeschön und für Gott feiern. Ja, für die Fefi. Komm jetzt, die Fefi. Kannst gleich mit dir reden. Ja, was willst du denn sagen? Ja, pass mal auf, Fefi. Ich wüsste einen guten Platz für dich bei meiner Schwester im Beingries. Ich suche ja gar keinen Platz. Okay, das ist doch ganz was anderes als wir Kellnerin im Roten Ochsen. Und meine Schwester, die schaukert auf die. Und einen schönen Lohn gehörst du. Ja, und schieß im Beinkreis. Ah, ist das ein netter Ort mit Beim. Ne? Blumen? Ja, und Häuser. Kirchen? Ja, da darfst du bestimmt gut gefallen, ja. Ich höre schon gestern, Gassinger. Ich soll fort von da wegen deine Buben, gell? Ja, aber warum soll ich nie gehen? Schick doch einen Sepp und einen Toni weg. Ja, ich tat's ja gern, aber jetzt mitten in der Ernte, weißt du nicht, was so narrische Gockel zuzutrauen ist? Wieso? Hast jetzt du in deiner Jugend nie eine Dummheit gemacht? Ich? Nein, nie. Was hast denn, Vater? Verschluckt. Du musst also nicht weg. Nein, mir gefällt's da auch recht gut. So. Aber ich, dein Vater, will's haben. Wer? Ich und dein Vater. Wir zwei Vatern. Ja, wir wollen's haben. Hey, Fefi, es gibt keine Würstel, du musst weg. Nein, Vater. Ich bleib schon da. Schau, ich muss doch schon deinetwegen da bleiben. Sonst krieg jetzt mal du noch chronische Halluzinationen. Bitte. So geht's nicht. Na, so geht's nicht. Ja, jetzt hier ist Ruhe. Luis, Thomas, was sagst du jetzt noch dazu? Du, alle zwei sind in die Fefi verliebt. Ich weiß es schon. Ach so? Ah, jeder möchte heiraten. Wobei ich doch gleich gesagt, dass da draus nichts werden kann. Warum nicht? Was soll nicht gehen? Ja, was hast du denn dagegen einzuwenden? Ich als Vater gib's nicht zu, passt da! Und ich als Vater gib's auch nicht zu, passt da! Schmarrn, die Fefi ist ein fleißiges Mädel. Die gibt dir mal eine gute Bäuerin, das sag ich. Aber sie kann natürlich nur einem von euch zwei heiraten, nicht? Ja, das bin ich. Na, ich. Wisst ihr was? Die Fefi soll selber sagen, dem welchen das will. Ja. Corbinian, geh nie mit den Roten Ochsen, sag ihr, sie soll gleich kommen. Zu Befehl. Krieg mir jetzt bloß du keine Halluzinationen. Aber das sag ich euch, gell? Wenn auch die Fefi nimmt von euch zwei, der andere gibt den Fried, gell? Sag das nur an Toni. Du meinst, ich hör zu dir, was? Da hörst du, Stasi, das kann nicht gut gehen. Ja, was hast denn du noch gegen die Fefi? Die ist schon rechter, so wie sie ist. Ja, sicher ist die rechter, so wie sie ist, aber sie sollte halt der andere sein, nicht? Was? Aber so, das war ja Todsünd. Da kann ja nicht einmal der Papst den Rumbass helfen und der Gendarm wegkommen und der mich und die und die Buben und... Ja, aber was hat denn jetzt da der Papst und der Gendarm damit zu tun? Ich glaube, mein Vater hat's ein bisschen. Ja, mich hat's schon arg. Das kommt bloß von den Aufregungen. Ich bin schon ganz dumm im Kopf. Ja, das weiß ich schon lange. So, das weißt du schon lange. Ja, warum regst du dich denn so auf? Dazu hast du gar keine Ursache. Da soll man sich noch nicht aufregen. Da ist das Korpus, da liegt es. Doch, jetzt lass dir mal sagen. Ja, Bärin, ich weiß schon, was geht. Der Vater hat mir schon erzählt. Also, dann red. Welchen von denen zwei magst? Sag's nur grad raus. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir alle so anschauen. Ja, dann sag's ganz einfach, dass du keinen magst. Jawohl, du magst gar keinen. Red du nicht rein, bleib hocken da hinten. Also, Mädel, raus mit der Sprache, zieh dich nicht lang. Wen magst? Ein Sepp
Oder ein Toni? Ja. Ein Sepp halt. Der dumme Toni heiß ich doch. Nein, ich mein schon einen Sepp. Ja, Pfeffer. Was na? Na, hast du mich also zum Narren gehalten? Nein, nein, Toni. Du hast dich schon selber zum Narren gehalten. Ich hab's ja gleich gewusst, dass dir nichts will. Ja, bitte dann halt nicht. Diese Blasen mit der Lamm kann ich grauen Haar wachsen. Ich nicht. Ja. Andere Mütter haben auch noch schöne Kinder. An jedem Finger kann ich Zähne haben. Und überhaupt, so eine verkrachte Existenz, die möchte ich gar nicht der Schwiegervater. Das ist eine Gemeinheit. Nein. Das ist Schicksal. Hey. Also, Pfeffi, dann willkommen als Schwiegertochter auf dem Zollmannhof. Nein, die Pfeffi kann nicht mein Schwiegertochter werden. Ich verweigere die Einwilligung. Ich bin der Herr im Haus. Ah, der Depp im Haus bist. Kommt, Kinder, wir gehen jetzt sofort den Pfarrhof rüber und stehen ins Aufgebot. Aus ist. Jetzt haben wir einen Dreck im Schachtel. Diese Hochzeit muss unter allen Umständen verhindert werden. Ja, das ist ja klar, nicht? Ja, aber wie? Ja, da wird mir schon was einfallen, nicht? Ja, wenn du ein bisschen Verstand versaufst, dann weiß nicht. Hab schon. Ja. Hab schon. Aber das ist nichts. Aber jetzt. Ja, sag! Du musst einfach alles eingestehen. Ach, kommt ja gar nicht in Frage. Lieber geh ins Wasser. Nicht vom Wasser reden, wenn man eins dann haben kann. So eine Ehre. Gerade wie ich aus dem Haus gehen will, kommt der Bürgermeister daher und bringt mir eine freudige Botschaft. Noch eine? Ja, stell dir vor, Thomas, der Gemeindeausschuss hat dich einstimmig zum Kirchenpfleger geweiht. Was? Ja! Ja, aber das hast du bloß mir zum Verdanken, gell? Weil du ein Muster an ehelicher Treue bist. Jawohl, das habe ich neulich zu meinem Pfarrer gesagt. Und ein Vorbild für die ganze Gemeinde. Jawohl. Und so ein Lob ist nüchtern gar nicht zu mehr tragen. Na, heute ist ein Glückstag, Thomas. He? Das muss gefeiert werden. Ich hole eine Flasche Wein rauf. Ja, hol dir gleich drei Flaschen, damit du auch ein bisschen was kriegst. Ne? Zu was hat's gesagt, haben sie mich gewählt? Zum Kirchenpfleger. Jetzt bewahrheitet sich wieder einmal das alte Sprichwort. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Nein, da soll er bei den größten Bug zum Gärtner machen. Mir geschworen, ja, wir zwei, wir kehren zusammen. Bei derer hast du nix verloren, ich bin ihr Bräutigam. Bei deren Bläser Kellnerin, die bleibt dir niemals treu. Und wenn ich dann ihr Schwager bin, dann komm ich dir ins Geil. Hallroini, 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 ja, ja, ho. Hallroini, 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 ja, 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 ho. Lass mich von dir zwing mein Dirndl nicht pflanzen. Du kannst mir gar niemals auf der Nase rumtanzen. Ich geh deiner Pfeffi ein Bussel geben dann. Die wittert mit einem jeden, die haltet sie stand. Ich tat's dir nicht roten, du kreisliger Ratz. Mein Schatz, lass in Ruhe, denn sonst kehrst gleich der Katz. Mach mal die Sprich, bitte Gora so. Ich heich dich nicht, ist bloß der Sohn. Geh, lass mir doch die Streiterei, wir werden uns da nicht schlagen. Zwei Brüder sind wir alle dabei und müssen uns vertragen. Dein Dirndl nimm mit Sack und Back und gib dein Bruder Tanz. Und morgen an meinem Hochzeitstag, da singen wir miteinander. Hallo-Idi, 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 ja, ja, ho. Hallo-Idi, 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 ja, 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 ho.
Netzwerk heiratet. Auf geht's. Oh. Ja, bist jetzt du noch nicht fertig mit der Girlanden? So ein Kunstwerk, das muss mit Verstand gemacht werden und nicht mit der Mistgabel, nicht wahr? Komm runter. Du musst noch beim Wirt drüben ein Fasel Bier holen für unsere Gäste. Ach so, freilich, ja. Heute ist ja so eine Vorfeier, so ein Polterboostings, das heißt, nicht wahr? Da muss jeder seinen Rausch haben. Die Gäste vom Bier, nicht wahr? Und das Brautpaar von der Liebe. Ja, und der Metzger soll mir nur 20 dicke und 30 dünne rüberschicken. Jawohl, ja. Ja, aber gleich. Ja. So eine Hochzeit bringt eine kurze Freude, aber ein langes Leid, mein Lieber. Der wird auch nicht mehr gescheiter. Thomas, komm mal her. Ja, was ist denn? Ich muss mit dir reden. Der wird schauen, wenn er hört, was der Pfarrer für einen Plan hat. Aber recht hat er, Sinn und ein Schand ist, wie es bei uns zugeht. Was ist denn, Stasili? Ich muss da mal so. Hast du vielleicht was erfahren? Ja, eine Lumperei. Na. Na, der Herr Pfarrer ist ganz aus dem Häusl. Der Herr Pfarrer, warum? Bei seiner Kirchin hat einer das Fenster probiert. Ach so, bei der Kirchin? Ja, der besoffene Schreiner soll es gewesen sein, sagen die Leute. Na, sind Leute schlecht. Voll Teufel. Ja. Das hat der Herr Pfarrer auch gesagt. Und jetzt ist es soweit, dass die größten Lumpen einen öffentlichen Verweis kriegen sollen. Was denn für ein Verweis? Ja, der Name von dem Betreffenden und sein Schandtat sollen ganze 8 Tage lang an der Gemeindetafel angeschlagen werden. Und du als Kirchenpfleger sollst dazu im Gemeindeausschuss den Antrag einbringen. Ich? Warum denn gerade ich? Ja, weil du im ganzen Dorf als Muster ehelicher Treue giltst. Geh mal Scheiße, du. Au! Jesus, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Und einfallen tut mir auch nichts, wenn man die Hochzeit verhindern kann. Das ist keine Halluzination. Prost! Herrgott, hast mich du jetzt erschreckt. Kannst du nicht anklopfen? In meinem Haus. Warum nicht? Weißt du, wir stehen jetzt die Aktien. Hast du sie jetzt eingestanden? Nein, ich bring's nicht raus. Wie will kommen denn so ein Schüsser sein? Ein Kopf wird's doch nicht kosten. Du hast leicht reden. Jeden Tag in der Früh, wenn ich aufgestanden bin, habe ich mir vorgenommen. Heute sagst du es der Stasi. Ja und? Ja, aber wenn's mich dann so angeschaut hat, weißt du, mit ihrem gewissen Blick, so wie die Schlange in der Skalier, hat's mir noch Dreht verschlagen. Mhm, brav. Und morgen ist Hochzeit. Ja, ich sehe mich schon am Gemeindetafel drüben. Oh. Wegen unsittlichen Lebenswandel erhält den strengen Verweis Thomas Stangassing. So was gibt's ja nicht. Freilich gibt's sowas. Also, wo ist der Pfarrer? Sauber? Da dürfen wir gleich Gemeindetafel schaffen. So groß ist wie ein Haus, das ohne bloß haben, nicht? Jetzt pass mal auf, Corbinian. Weißt du was? Ja. Wir lassen die Geschichte so, wie es ist. Wenn wir zwei es mal halten, dann kann ja nichts rauskommen. Aber okay, Thomas, denk doch dran, die zwei wollen doch heiraten. Das darf doch nicht sein, nicht wahr? Nein. Es gibt jetzt nur eines, du musst heute noch reden, weil morgen ist spät. Ich kann's nicht. Weißt du was, Corby? Red du mit ihr, aber bring sie schon ihm bei. Ich? Ich bin doch nicht lebensmüde, meinst du? Ich stirb einen Heldentod, nicht wahr? Da kommt's jetzt rein. Was ist, Corbinian? Hast du alles bestellt? Ja, das Bier ist im Gang draußen und der Metzger bringt die Würst rüber. Ja, dann holst du mir aus dem Garten nur 6 Staaten Salat. Ja. Du! Und putzt mir's gleich ein, ja? Und du, Thomas, gehst mir zum Peter. Er soll nachher mit seiner Ziehharmonika rüberkommen, damit wir am Abend ein bisschen Musi haben. Was, eine Musi? Mir ist noch keine Musi. Ich mag keine Musi. Ha, schafft, jetzt find dich doch endlich einmal drei. Der Sepp heiratet die Fefi und damit passt er. Siehst du das? Ich komm nicht zum Reden. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, gell? Also, man muss ja doch sein, dass du triffst. Und ich geh jetzt nach und pflücke den Salat, verstehst du? Und wenn ich das recht schön gemacht hab,
Na, der sie vielleicht beim Abspielen auch noch mithelfen. Der Ah, was? Ich geh mit. Lieber lerne ich der Katze das Radl fahren, als dass ich da herinbleibe. Das ist schon alles hergrün. Ja, dass wir die zwei Fuchsen hernehmen. Ja, die zwei Fuchsen werden echt an den Brautschäsen. Und nimm halt das neue Geschirr. Ja, mit dem neuen Geschirr. Und Christbaumkugeln und Lametta hängen auch noch hier. Am liebsten wird es ja zehnspendig in die Kirche fahren. Die hochwohllöbliche Braut. Grüß dich. Grüß dich. Na, du bist du. Bitte geht ungeniert rein da. Du bist doch morgen sowieso die Bayerin. Aber heute noch nicht. Na, so genau muss man es nicht nehmen. Toni, du bist mein Beste. Ich kenn das schon lange. Wisst nicht warum? Schau, ich hab heute mal einen Sepp gern. Das weiß ich schon. Es ist aber noch nicht lange her, da hat's ausgeschaut, als wenn ich dir auch nicht ganz wurscht wäre. Das bist mir auch jetzt noch nicht, Toni. Aber was du nicht sagst? Ich hab die immer gern gehabt. Freilich nicht so, als wie du meinst. So, wie denn nachher? Na ja, wenn man halt einen Bruder gern hat. Wie einen Bruder? Ja, das ist ja ganz was Neues. Grüß dich Gott, meine Schwester. Was habt ihr denn hier für Heimlichkeiten miteinander? Oh, ein bisschen unterhalten haben wir uns, gell, Vivi? Ja. So, und dann musst du das gleich aufs Knie nehmen. Okay. Überhaupt, was habt ihr denn hier zu reden? Mal ein bisschen Tanz haben wir probiert. Und überhaupt, ich kann mit meiner Schwester reden, was ich mache, gell? Eine Schwester? Wie so eine Schwester? Ja, ich hab ihm gesagt, dass ich ihn gern hab. Für eine Schwester, ihren Bruder. Und nicht anders. Also vom Gern haben habt ihr doch geredet. Ja, natürlich. Von was sind wir sonst mit einem sauberen Mädel reden? Toni, du weißt ganz genau, was die Mutter gesagt hat. Wenn Pfeffi einen nimmt, hat's gesagt, dann hat der andere Ruhe zu geben. Ja, das mache ich ja in aller Ruhe. Du, ich kann die Heimlichtuerei einmal nicht leiden. Was schleichst du denn um sie rum, wie der Fuchs um einen Hähnerstall? Kisse. Was du, ich wann schleiche um die Pfeffi rum? Du halt dich bloß ein bisschen zurück, gell? Ja, ich kenn dich schon, du bist ein ganzer Verdruckter. Was bin ich Verdruckter? Na, geh noch her, dann zeig dir, wo der Bartler Most halt, du. Toni, das ist ja abscheulich, wie es euch hier zwei aufführt. Ihr bringt sie nur ins Gerät bei den Leuten. Nein. Jawohl, beim Wirt habt's auch schon gestritten. Das ist eine Gemeinheit, sowas! Ja, was, was fällt dir denn ein? Sei Stahlfieferl, das war doch gar nicht so ernst gemeint, gell? Nein, gewiss nicht. Sei Stahlfieferl, das soll nie mehr vorkommen. Das versprechen wir dir. Gell, Toni? Natürlich. Ja, du musst nicht abgewinnen, dass du nicht immer gleich so narrisch bist. Was? Ich war narrisch. Ich? Ja, natürlich. Ja, du bist immer die Schuld an unsere Streitereien. Ich? Und das soll ich mir gefallen lassen. Sag ich sie mit, jetzt schmier ich da rein! Warte ja, schon wieder! Jetzt mag ich das schon bald nicht mehr. Nein, nein. Wir vertragen uns ja schon wieder. Da, Toni, hast du meine Hand. Jawohl. Von heute ab bis Friede.
Ja. Jetzt ist einer zu viel da herin, gell? Mhm. Jetzt sollte man halt wissen, wer. Jetzt schau ich. Na, schauen wir mal, ob man aus in den Hähnerstall. Vielleicht haben sie Eier gelegt. Okay, Fef, jetzt waren doch nimmer. Schau, ich vertrag's halt einmal nicht, wenn dir ein anderer schön tut. Wenn ich die nicht krieg, ich weiß nicht, was ich tue. Aber geh, du kriegst mich doch. Jesus, Jesus, wenn ich das bloß sieg, ich darf gar nicht hinschauen. Ja, Vater, da dran musst du schon gewinnen. Ist dir denn das gar so arg gestanden, Gassinger, dass ich deine Schwiegertochter werde? Ja, nur viel Ärger. Magst du mich nicht? Freilich mag ich dich. Nein, es geht nicht. Ich bin der Vater und ich gib's nicht zu. Komm, Pfeffi, in dem Punkt ist mit dem Vater nicht zu reden. Also, dass er so dagegen ist, das kränkt mich schon recht. Ja, tröst dich nur. Der wird schon noch zur Einsicht kommen. Piffe! Also, jetzt geht's, wie es mag. Jetzt beicht es der Stasi. Bis Nachmittag hat's eigentlich noch Zeit. Grüß dich, Gottstein, Gassinger. Grüß dich. Weil ich heute gerade wieder einmal vorbeikomme, möchte ich dir meine Afra vorstellen. Ist gut. Halt's mal. Ich wollte bloß zeigen, dass ich recht gehabt hab, zwing ihrer. Aha. Ja, ja. Ein bisschen klein ist. Na, die Kleinen sind nicht größer. Halt's mal. Schau dir bloß einmal die Arme an. Und die Hände. Die können zupacken, mein Lieber. Afra, Tradium. Brr, steh. Geh? Jetzt siehst du, wie es gestellt ist. Ja, 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 es ist schon gut benannt, aber die alle Jünger ist auch nicht mehr, gell? Ja, warum suchst du für deinen Buben vielleicht ein Schuldirndl? Halt's mal. Also, was ist jetzt? Hast du die Geschichte überlegt, zwingt der Heirat? Zwingt der Heirat? Ich meine, wenn jeder ein bisschen was zugeben darf, könnte man doch noch Handelseins werden. Ach so, Mann. Ja, ja, okay. Geh, Hochzeit einmal her. Hock die Hirn halt's mal. Der könnte mir am Ende helfen. Also, wie meinst du jetzt? Ja, also, ich hätte nichts gegen die Afra als Schwiegertochter. Aber da ist halt ein Haken. Bei mir ist kein Haken. Halt's mal. Mein Alte hat für den Sepp schon andere im Sinn. So. Ist der Alte da tonangebend? Oh mein, alles muss nach Hirnschädel gehen. Warum fährst du da nicht rein mit einem heiligen Donnerwetter? Kennst du mich, Stasi? Nein. Ja, sei froh. Du, da hätt ich eine Idee. Was? Red doch du mal mit ihr. Jetzt gleich. Ich? Ja. Ja, ja, das könnte ich schon machen. Ja, gut, na, schreien Sie mal her. Ja, dann sagst du dir gleich, dass ich die reichste Bauerntochter bin im ganzen Gai. Halt's mal. Das ist ich. Ja. Ich geh mal raus, ein Besuch ist da. Was? Wer ist denn da? Der Vogelhuber mit seiner Tochter von Langerberg. Er hat was Wichtiges mit dir zum Reden. Unter vier Augen. So, da bin ich aber gespannt. Also, jetzt pass mal auf, Stangassingerin. Öha. Morand, Josef. Der Läusel. Jetzt, komm, Afra. Lass mal's allein. Nein, nein, bleib's da, bleib's. Jo, 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 da red's ist besser. Jetzt sagt er dabei unser Viech, unseren Stall, komm. Ja, wie viele Kühe habt's denn ihr? 22 Stück. Und Schaf habt's keins? Schaf haben wir nur eins. Das bin ich. Was hast du mir zum Sagen? Jetzt weiß ich nicht, täusche ich mich oder sehe ich richtig? Du siehst schon richtig. Herrschaft, Seppi, bist du es wirklich?
die Berghofer Straße von Dachsenburg. Ja, die bin ich. Das heißt, die war ich, bevor ich geheiratet habe. Sachsen, die Sachsen, die. Gell, alt und kreisel sind wir geworden. Ja, du schon. So meinst du? Ja, ja. Ich schau schon lang in keinen Spiegel nimmer. Lang ist her, dass wir uns nimmer gesehen haben, gell? Mhm. Seit du damals auf und davon bist, mein Lieber, ewige Lieb und Treu hast du mir geschworen. Ja, mei, man sagt viel, wenn der Tag lang ist. Schau, du hast da einen tüchtigen Mann gekriegt und ich, na, ich hab's Langenberger reiche Witwe geheiratet und hab's recht gut getroffen, ja. Gratuliere. Was willst du denn eigentlich von mir? Ich? Von dir gewiss nichts mehr. Ach so, ja, ich hab mit deinem Mann ausgehandelt, dass euer Sepp und meine Afra ein Paar werden. Was? Mein Sepp? Und deine Tochter? Ja. Na. Ja, du. Mir? Die Afra, die kriegt 5000 Mark mit. 5000, verstehst du? Und wenn sie 1 Million mitkriegt, die sagt nein. Tragst mir's also da noch, weil ich damals fort bin. Mein Vater, die Kühe musst du umschauen und den Stier. Halt's mei, ich hab keine Zeit für einen Stier. Also, Stasi, überleg dir das, was ich da vorhin gesagt hab. Kommst mit mir in den Kich, dann verzeih ich dir was. Verzeihst mir was, so, so. Du bleibst da und schau nicht so blöd. No. No. Jetzt lass es mir wieder stehen bei der Nox von Stadel da. Hey, was ist denn da für ein Vogel geflogen? Schaust du, wie ein gestochenes Kalbi. Wer bist denn du? Ich bin Vogelhaber Afra von Langenberg. Bist du der Sepp? Nein, ich bin der Toni. Ah, der Toni, der bist du. Von einem Toni hab ich noch nie nichts gehört. Schade, dass du nicht der Sepp bist. Ja, warum? Ja, ich mein halt. Obwohl. Mir war's wurscht. Du, gefällt dir? Hä? Schau mir mal an. Hä? Ja, warum nicht bei dir? Ist alles da, was man braucht, gell? Da ist Holz bei dir hinten. Und ein Geld hab ich auch. Ja, das brauchst du schon. Bist du gewiss nicht der Sepp? Was hast du denn immer mit dem Sepp? Heiraten sollen. Mein Bruder. Ja, da bist du schon spät dran. Der heiratet jetzt die Fefi. Na ja, da musst du schon mal einen anderen umschauen. Mir gefällt aber nicht jeder. Ach so, hochlich bist du auch noch. Jawohl. Wir sollen ja bloß meinetwegen heiraten. Aus Liebe. Und zwingen mein Holz. Ja, ja, das hab ich schon gesehen. Jetzt bleib noch sitzen, Afra. Na, ja, schau dir ein bisschen um. Vielleicht findest du einen, der dir gefällt. Oft braucht man gar nicht weit schauen, gell? Ach so. Du, was hast du gesagt, vom Vogelhuber zu Langenberg bist du? Ja. Bist du vielleicht gar die Einzige? Freilich. Hast du keinen Bruder? Nein. Ja, du, das ist ja. Wie viel kriegst denn du mit? Zuerst 8000 und später vom Vater einen Hof. Sachsen, die. Na, also, Frau, schau dich ein bisschen um. Das Gute liegt oft ganz, ganz nah. Sicher schon. Ja, na, da darf ich gar nicht mehr lang warten. Ja, dann pack zu. Wirklich? Ja, freilich. Ja, na, pack dich. Du bist bei gut beieinander, du hast den höchsten Schmalz. Du gefällst mir ganz umbandig in deiner Liebesbeiz. Gerade wie ein stolzer Gockel steig ich dir noch heubei. Und ich möchte dann um jeden Preis dein Bibi-Händel sein. Du bist schön klar und mollert, das hab ich so viel gern. Du bist der Viech mit Haxen. Du darfst nicht größer werden. Wir passen zusammen wie Teibel, ich turtelt mit dir gleich. Die Liebe ist scheinbar überhaupt die größte Viecherei. Du bist mein herzig Spatzerl, mein Käferl und mein Schneck.
Du bist mein lieber Kader und ich der kleine Zeck. Wir sagen uns aus dem Tierreich nur lauter Schmeicheleien. Ich plapper dir jetzt Wörtel noch grad wie ein Papagei. Brrr, steh! Ach, Frau Kind, wir haben in dem Haus nichts mehr zu. Ah, jo, Vater, ich schon. Ich und der Toni, gell? Halt's mei raus, sag ich. Komm, 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 hast du mit meiner Stase geredet? Ja, das glaubst du. Ja, und wie ist's gegangen? Frag lieber nicht, deine Stase hat mir sauber die Lefitten gelesen. Oh, 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 oh. Was, die rar? Ja, ich hab nur von der Gaudi. Ich lang, für die gut. Jetzt, Vater, jetzt lass der Herz was sagen. Halt's mei, Malafiz-Weibsbilder um einen Namen. Mist, ich mach das weiter. Den hat meine Straße sauber zusammenbissen. Du Vater, das ist eine lustige Nudel, die Affra, was? Ich hab jetzt keine Zeit. Jetzt ist meine letzte Hoffnung auch noch beim Teufel. Was wär's in der Hoffnung? Ach, lass mir doch mal Ruhe mit den Sparren. Ich weiß mir keinen Rat. Ich weiß mir keinen Rat. So, jetzt lass mich los. Meine Arbeit ist geschehen. Wie steht's bei dir? Psst, da kommt's. Ja, jetzt red! So, was ist jetzt mit euch zwei? Habt ihr alles besorgt? Jawohl. Geh, Stasi. Sitz dir mal hin. Ja. Jetzt pass mal auf, Stasi. Jeder Mensch hat in seinem Leben da mal eine schwache Stunde. Ne? Das gibt's doch zu, nicht? Was soll denn jetzt das Gerät? Ja, hast du nicht auch eine schwache Stunde gehabt einmal in deinem Leben? Ich? Ja, was willst du damit sagen? Dass man mit einem Menschen wegen so einer schwachen Stunde nicht zu hart ins Gericht gehen soll. Das sollte man auch nicht, oder? Ja. Und? Also, pass auf. Pfiffi, nicht wahr? Pfiffi, die ist das Produkt von so einer schwachen Stunde. Ach so. Ja. Was geht denn mir in Corbini an seine schwache Stunde an? Ja, die versteht mich nicht. Was dem Corbini passiert ist, das könnte doch mir auch passieren. Ne? Okay. Dir doch nicht. Doch, du bist im Irrtum, wenn du meinst, dass der Corbini der Vater von der Fifi ist. Das ist so ganz andere. Was? Ja, ja. Der Corbini nicht? Ja, wer denn nachher? Ja, andere. Ich bin eigentlich er und er bin ich und so geht es hin und her und so ungefähr. Was? Die kapiert's nicht. Jetzt red halt du einmal was. Also grad rate, der Sepp kann doch nicht seine Schwester heiraten. Seine Schwester? Ja. Was, der Sepp soll der Bruder von der Fifi sein? Mhm. Ja, dann wärst ja du. Ja. Ich bin der Vater. Ach, dann hast du damals mit der Rose. Ja, logisch, nicht mit der Thomas! Thomas! Ja. So bist du, du scheinheiliger Tropf, du Schuft! Ja, jetzt ist schon so, wie es ist. Da lass ich auch nichts mehr ändern, nicht? Das lass nicht. Es erleichtert sie mich. Sei noch mal du statt! Du hast ja nicht noch geholfen zu der Schlechtigkeit, du alter Gauner! Das hat der ganze Lohr kennengelernt. Nein, ja, aber wir reden nur extra ab miteinander, das merkst du. Das ist doch schon jahrzehntelang her. So was verjährt nicht. Aber ihr sollt mich kennenlernen, mein Lieber, ihr Lumpen. Ihr Patsch übereinander! Oh. So, jetzt haben wir einen Salat. Den haben wir nicht, den kriegen wir in die Hosen. Herrgott, was ist ein Donnerwetter? Der Pfarrer, alle Augenblicke schlagt ein. Ja, Vater! Du darfst dich schicken, dass du dich umziehst. Die Gäste werden nicht mehr lange ausbleiben. Da wird nichts umgezogen, die Hochzeit wird abgesagt. Ja. Was? Du, ich bin kein kleiner Bub, gell? Das merkst du. Dabei bleibst du, hilft dir gar nichts mehr. Mutter!
Mutter, geh mal rein. Ja. Da hat Mutter auch noch was mitzuhören. Ja, ja, das wär's gleich hören, was die sagt. Ja, was ist denn? Mutter, ist das wahr? Ich soll Pfeffi auf einmal nimmer heiraten. Nein, Sepp, es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Warum nicht? Ja, der Vater will's halt nicht haben und ich hab auch gesehen, dass er recht hat. Ja, und er ist schließlich der Herr im Haus. Okay, seit wann denn? Seit heute am Tage des Salates. Jawohl! Ich bin der Salat. Ich bin der Herr im Haus. Und ich gib's einfach nicht zu. Corbinian, jetzt gehst du lieber zum Herrn Pfarrer und zum Wirt und sagst, wir müssen die Hochzeit leider absagen. Was hast du leider? Mit Freuden und sofort, immer. Na, halt! Ich muss euch was sagen. Es ist nämlich... Was willst du denn noch? Ja, das... Das Gescheiter ist, ich geh selber zum Herrn Pfarrer und red mit ihm. Jetzt ziehen wir mal um. Tröste nur, Pfeffi. Das wird wieder eingerenkt. Ich lass mir nicht mehr nicht alles gefallen. Ich wünsch nur, dass dir nicht leid tut, was du uns heute an du hast. Ich brauch nicht. Also, die Geschichte hat mich jetzt das so aufgeregt, verstehst? Das ist schon wieder meine Halluzination. Jetzt auf dem Tisch da eine frische Maß Bier und eine gute Brotzeit. Ja, ja, jetzt hat's dir aber wirklich, weil da ist gar nichts. Oh nein, du schickst den Metzger den bestellten Würst drüber. Anzapft hab ich auch gleich. Thomas, das ist keine Halunke-Nation. Prost, Kameraden. Die Nacht wird kühl. Da gleich der Blitzweg lang. Aber ich glaub, der Vater ist närrisch geworden. Einen Tag vor der Hochzeit soll ich Sachen machen. Ja, der Vater war ja immer dagegen. Aber dass er die Mutter auch umgestimmt hat, das will man nicht in den Kopf nehmen. Ja, er schafft Zeit, wir sind doch keine kleinen Kinder mehr. Wir haben doch auch unseren Willen. Sepp! Morgen bringst du den Fuchsen zum Schmied, der muss frisch beschlagen werden. Hast du mich verstanden? Ja, ist das Maul zugewachsen? Ach so, ein Beleidigen möchte er spielen. Nur zu, aber deswegen bleibst du bei dem, was ich gesagt habe. Und wenn du nur so buckst, ich bin der Herr im Haus. Wie der mit seinem Vater umgeht.
Ich würde dir vielleicht um den Hals fallen. Na, Schmarrn, das ist purer Eigensinn. Und überhaupt geht's dich gar nichts an. Ah, das geht mich nichts an. Wenn du dich aufführst, dass man sich im ganzen Dorf schämen muss, nur weil du spinnst. Ja, wie redest denn du mit deinem Vater, hä? Bist du vielleicht dein Vater? Ein Rabenvater bist du! Hast du vielleicht ein Herz im Leib? Einen Stein hast du drin! Mein lieber Vater, in dir habe ich mich schwer getäuscht. Du bist der Ärger wie der Matthias Gneisel. Wie hat das sehr gemeint? Ich kenne im ganzen Dorf keinen der Matthias Gneisel. Verstehe nicht. Ja, gibt's es dir so. Du hast leicht lachen, was ist denn? Der Erste hängt schon drum. Wo? Am Tafel? Ich meine das auch. Ja. Das die werden doch nicht. Der Ausschuss hat auf Drängen vom Herrn Pfarrer nachgegeben, nicht wahr? Und jetzt steht geschrieben wegen unsittlichen Lebenswandel. Er hielt einen Verweis der. Wer? Der Lechner Hans. Ja. Ach so, der Hans und ja. Sein Knecht. Ja. Was hat denn der gemacht? Kommen Fenster und haben sie ihn erwischt bei der Lee. Okay. Der Hans ist aber ein rechter Depp. Wie kann man sich denn da dabei erwischen lassen? Ja, der eine kommt gleich auf, gell? Und den anderen wischen sie erst noch 20 Jahre. Sei doch stark! Ich bin doch noch inkognito. Was ist? Du, ja? Kennst du einen Matthias Gneisel? Ja. Wer ist denn das? Raubmörder. Nein. Ja. Brav. Also. Psst. Da kommt. Wo gehst du denn hin, Stasi? Zu meinem Pfarrer. Sie haben doch gesagt, dass wegen deiner Lumperei die Hochzeit nicht stattfinden kann. Ach so, ja. Ja, freilich muss man ihm das sagen. Aber wie bringen wir es ihm denn bei, dass er den wahren Grund nicht erfährt? Anlügen! Na, die lügen Herrn Pfarrer nicht an. Der soll noch alles wissen, wie es wirklich ist. Na, Stassi, das kannst du nicht machen. Da komm ich hier am Pranger. Ja, warum nicht? Du hast es nicht besser verdient. Stassi, ich lass das an. Stassi! Die Ruhe! Gefällt dir, Skorpinian, ganz gefällt. Ich bapp schon dran am Gemeindetafel. Ein Unglück kommt selten allein. Ja. Mein Hof darf ich jetzt verkaufen. Ja. Auswandern muss ich, ja. Pass auf, Skorpinian, jetzt gehst du hinaus. Ja. Und passt die Stasi auf der Straße ab. Ja. Und sagst dir, ich darf mich glatt aufhängen, wenn sie es am Vater sagt. Ja, wenn es bloß was hilft. Ja, du bist gut, wenn's Aufhänger nichts hilft, dann weiß ich nichts mehr. Du sag mal, geh doch. Nein, heute ist sie nicht zwischen den zwei Fingern ein Ziegerl. Was ist das? Ganz deutlich ist. Und das dann ist wieder eine Halluzination. Und du rührst du es nach, lieber? Ja, Herrschaft Seppel, da hast du eine. Hat mich nicht teist, hat mich nicht teist. Feier. Aber rauchen kannst du es selber, hä? Wer denn sonst, nicht? So. Und jetzt gehst du aber zum Kabinen. Schnell. Und mach's ja recht fährlich. Sag's, ich soll gleich umkehren, wenn's ein Unglück verhindern will, gell? Jetzt geh. Ja, der macht die Hölle so heiß, ja. Ja, der Rindifennig, gell? Hat's bei mir keine Gefahr. Ja. Und ich suche mir jetzt einen Strick und werde es aufhängen üben. Jesus, nein, was tue ich bloß? Was tue ich denn bloß? Es ist doch das Gescheiteste, ich rede zuerst mit Herrn Pfarrer. Kind nur, Pfeffi, wir zwei werfen die Flinten noch lange nicht ins Korn. Also, es hat keinen Zweck. Jetzt, wo die Mutter auch dagegen ist. Die soll nur sehen, was so gestellt hat, wie es seinem Vater nachgegeben hat. Oh, meine Kinder, das kann ich mir so auch denken. Jetzt packen wir es mit der Rührung, wie wir es ausgemacht haben. Weine! Da, sagt Pfeffi und Mutter. Bringst du es übers Herz, das Mädel fürs Leben unglücklich zu machen? Siehst du, wie du es herstellst? Tim, war ein bisschen fester. Direkt das Herz drückt sie ab. Jesus, ja, ich begreife euch, ja, aber. Was aber? Bei
Ich will mich absolut in eure Familie drängen. Es ist mir ja nur wie gemessen. Schau nur. Schau nur, ganz blass und eingefallen schaut er aus. Ich sag dir, das war eine Mutter. Das überlebe ich nicht. Da geh ich ein wie ein kranker Ochs. Ach, ich weiß doch selber nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ja, das liegt ganz bei dir. Brauchst nur ein Machtwort zu sprechen, dann wird alles gut. Jetzt kommt's einmal mit mir in Kichi. Ich werde mir die Geschichte noch einmal überlegen. Ich kann das Elend mit denen zwar nicht länger anschauen. Jetzt darf man nicht mehr auslassen. Nein, jetzt hau mir eine Tafel rein. Herrschaftszeiten, okay. Jutta, vielleicht einen Grand beieinander. Schon über die Hochzeit feißen, hab ich schon bei rausgesucht, so stinkt er mir. Kuckuck, Kuckuck. Ruft's aus dem Wald. Wer war das? Ich. Die Afra. Ich hab geglaubt, ihr seid schon daheim. Der Vater ist noch im roten Ochsen eingekehrt. Da bin ich geschwind davor, weil wir müssen in den diskreten Tunnel. Hast du dem Vater schon was gesagt? Nein, wenn er so ungut ist. Immer wenn ich was sagen möchte, dann sagt er, halt's mal. Und dann haltest du? Ja, freilich. Na, du bist wenigstens gut vorbereitet für die Ehe. Dann kommst du am Sonntag, gell, und dann reden wir mit dem Vater. Meinetwegen. Aber Afra, ich hätte jetzt einen Durst. Hast du kein Bier bei dir, ne? Du. Was denn? Ich freue mich schon ganz narrisch. Auf was? Ja, wenn wir zwei heiraten. Ja, das wird lustig. Ich bin bei schon furchtbar neugierig, wie das ist. Wo ist das? Na ja, das. Dasselbe halt, du weißt das schon. Ach so! Ha, du, das wirst du noch schon sehen. Aber es braucht unbedingt ein Bier. Ich hab ja schon einen Durst. Den dürstet nach der Liebe. Aber ich lasse schon nicht verdursten. Jetzt hab ich einen, jetzt hab ich einen, den lass ich nimmer aus. Ich möchte einen Burm, einen sauberen Burm, es muss einmal ins Haus. Ich mag fein immer ledig bleiben, ich bin im besten Saft. Einmal muss her, einmal muss her, ich platz vor Leidenschaft. Ja, so ein Mannsbild ist er breit. Der hat der Kraft, der hat der Schneid, da kann die ganz rebellisch werden. Ja, so ein Mannsbild hab ich gern. Ich war schon immer ein Vulkan, der war feierspeibt. Da, wo's die Glut ganz furchtbar heiß mit einmal austreibt. Da drin hab ich einen Überdruck, den wo mir keiner nimmt. Wann ich einmal ein Lava-Spuck verbrenne, alles, was kommt. Ja, so ein Weibsbild ist er freit. Die hat er Kraft, die hat er Schneid. Da kann kein Bub rebellisch werden. Ja, so ein Weibsbild hat er gern, des glaubst. So. Der Strick kommt zu passen. Da, schau, die Afra ist auch wieder da. Ja, du kommst mir gerade recht. Du musst meinen Buben heiraten. Ja, das tue ich schon. Ja, und dein Vater gibt's jetzt zu? Der muss. Ja, wo ist denn mein Bub? Ah, da kommt er gerade. Donald, geht mir zwei heiraten. Ah, ist richtig. Halt. Das ist doch der Falsche. Ich mein doch einen Sepp. Ja, und ich mein einen Toni. Geh, Donald, wir zwei heiraten. Du Vater, 8000 Mark gibt's mit und später noch einen Hof. Ich und ihr Vater haben ausgemacht, dass sie einen Sepp heiraten. Pass mir auf, Vater. Machen wir den Ohrwascheln ganz genau auf, gell? Der Sepp, der will die Fifi. Und ich will die Afra. Und dabei bleibt's. Das merkst du, dass die Herr Lauder grutzen, er ist lieber Lauder. Du, mein Lieber. Oh, jetzt darf ich aber was sagen. Wenn man was einfällt. Also da bist du, Afra. Was machst du noch alle weiter? Heiraten, Vater. Gut. Bist denn du narrisch? Vogel, aber wir zwei haben doch ausgemacht, dass der Afra und die Sepp heiraten. Ja, ausgemacht schon, aber das geht jetzt nicht mehr. Das begreife ich nicht. Ja, das habe ich zuerst auch nicht begriffen, aber es ist halt so. Tut mir leid. Aber die Afra und ich, wir fahren jetzt heim. Jetzt, Vater, jetzt lass uns erst reden mit dir. Ja, was willst du denn noch? Antoni möchte! Was?
Den da? Ja. Ja, sag mal, ist das auch ein Bub von dir? Ja, freilich, wir haben zwei, wenn's recht ist. Herr Vogelhuber, ja. Ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter. Oder passt ihr vielleicht nicht? Ja, von mir aus kannst du sagen. Sag mal, gefällt dir denn der Suff? Ja, weil er so schön groß ist. Sag einmal, Vogelhuber, bei denen zwei gibst du es zu? Ja. Und beim Sepp gibst du es nicht zu? Nein. Der soll nur seine Fefe heiraten. Ja, Herrschaft Seppe, da kennt sie ja keine Sau nicht mehr aus. Willst du mir nicht verzeihen? Nein, das lass dir jetzt am besten alles von deiner Stasi verzeihen. Ich misch mich da nimmer rein. Ich bin jetzt mit der Afra noch ein Ständerl im roten Ochsen drin. Wenn's mit deiner Alten geredet hast und dir die Geschichte überlegt hast, dann kannst du mich erholen lassen. Ne? Fertig gut. Du, dass du mir aber rechtzeitig kimmst, gell? Sonst hol ich dich. Weiter da, sag ich. Heiraten ist für eine Sauarbeit. Vater, ich rate dir ab. Was soll ich mit dem Bierkriegel? Abspülen. Okay. Ach, ich glaube, dass die hängen wirklich auf. Bis jetzt hab ich die Stasi nirgends gesehen. Jesus, am Ende hast du es verfehlt. Ja, wenn ich direkt vor dem Pfarrhof stehe, jetzt erst sehen müssen, wenn es gekommen wäre. Du, warte mal, vielleicht ist es noch da. Ja, sie ist in der Küche draußen, sie redet mit wem. Und die kann mir aber einen Platz für stehen, ja, immer? Jetzt pass auf, Corbinia, jetzt gehst du in die Küche raus und sagst dir, ich hätte einen Strick schon in der Hand, wenn sie zum Pfarrer geht, dann hänge ich schon da. Meinetwegen, ja, dann sag ich das, ja. Ja, aber doch nicht so lätschert. Ein bisschen aufgeregt. Wenn sie ein Mensch aufhängt, dann geht man doch nicht so Pomade. Ja, du hängst ja doch nicht auf, oder? Ja, das weiß ich schon. Es soll aber doch so ausschauen, sonst glaubt's ja die Stasi nicht. Ja, dann müssen die ja aufgeregt sein. Ja, dann regt euch auf. Jesus, der arme Mann. Jesus, der arme Mann. Da hängt der Mensch an der Wand, ist schon fast tot und du sagst, Jesus, der arme Mann. Ja, was soll denn überhaupt so viel Aufregung hernehmen, nicht? Ja. Schau dir mal den Goldfuchs an. Vielleicht regt dich der auf. Ui. Ist der echt der Freilich? Ja, der regt mich natürlich an, nicht wahr? Ja. Um Gottes Willen! Der Thomas regt mich auf! Hilfe, Feuerwehr, Polizei, Sanitäter! Der Thomas regt mich auf! Ah, so ist sie, ja. Aber ich meine, für so eine Aufregung ist das eigentlich nicht so wenig. Du, jetzt schaffst du das! Bitte! Thomas regt mich auf! So, ich brauche jetzt einen Nagel. Einen Nagel. Ah, da drum ist einer. Der wackelt schon. So darf ich einen Nagel auch noch festhalten. So, jetzt. Was ist denn? Du bleibst denn? Dabei bin ich ja wirklich tot, bist du gekommen. Thomas! Um Gottes Willen, was tust du denn? Aufhänger, die singst du. Na! Der hat noch geglaubt, du gehst zum Herrn Pfarrer und sagst euch nicht. Wenn ich nicht rechtzeitig reinkomme, dann hängt er schon Thomas wie ein Bauernkreuz. Genau, Skorpi. Ihr Kinder, lasst mich mit dem Vater allein. In der Küche, da wäre eine Kaffeekanne sehen. Ist das eine Halluzination gewesen? Nein, steht schon eine draußen. Machen wir mal, dass du weiterkommst. Schmeißt du noch? Ja, nimm dir eine. Vergesst nur für die zwei. Thomas, komm noch gerade runter. Jesus, nein. Also, wer haben wir es jetzt, wir zwei? Ja. Das wirst du jetzt noch gleich hören. Jetzt setz dich mal hin. Hast du mit dem Vogelhuber geredet? Ja. Wir zwei haben ausgemacht gehabt, dass der Sepp die Afra heiratet. Weißt du das? Ja. Ja, und seitdem du mit ihm geredet hast, will ich ja nichts mehr davon wissen.
Hast du ihm davor abgeredet? Ja. Warum? Thomas. Thomas. Meinst du mich? Ja, Thomas. Ich will jetzt wissen, warum der Sepp die Afra nicht heiraten kann. Warum darf denn der Sepp die Fefi nicht heiraten? Ja, weil das bei Halbgeschwistern gesetzlich verboten ist. Herrgott, ich hab das doch schon eingestanden. Siehst du das? Das ist auch mein Grund beim Sepp und der Afra. Hä? Was? Ja, bloß, dass ich das noch nicht eingestanden hab. Du wirst doch nicht sagen wollen, dass der Sepp und die Afra auch Geschwister sind. Doch, Thomas. Genau das will ich sagen. Jetzt fangen Spinner an. Na, jetzt lass das einmal verzeihen. Also, es ist schon fast 30 Jahre her. Da war einmal ein Mädel. Brav und unschuldig. Und der hat so ein Hallo drin mit lauter Schädel und Sprüch machen und Kopf verdreht. Obwohl sie einen anderen schon lange hätte heiraten wollen. Mei, wie es halt so geht, nicht? Ja, wie es halt so geht, ja. Ja, der hat nicht mehr auslassen, bis er das gehabt hat, was er wollen hat. 8 Tage später hat's der Lump sitzen lassen. Nein. Ja. Gleich drauf ist noch der andere wieder gekommen und hat's ums Jahr gebettelt. Nicht nachlassen, bis es ihm gegeben hat. Der Depp, der Damische. Na, Thomas, das darfst du auch nicht sagen. Also 4 Wochen später war dann die Hochzeit. Und danach hat das Mädel zu ihren Schrecken gemerkt, dass von dem Lumpen ein Kind erwartet. Was? Ja, was hätt's jetzt tun sollen? Hätt's jetzt reden sollen oder nicht? Das Unglück war einmal geschehen. Sie hätt sich und ihr Mann bloß unglücklich gemacht. Und so hab ich nix gesagt. Und so hast du nix. Du? Das Mädel warst du? Ja, Thomas. Und der Depp, der Damische, war ich. Warst du? Und ich rimpf, ich hab gemeint, der Bub ist ein 7-Monats-Kind. Und der Lump war der Vogelhuber. Ja. Ja, den Dreier ist knack um, dass er sich von hinten anschauen kann. Den zieht er in die Länge, dass er auf der Kegelbahn übernachten muss. Jetzt schneidst du aber ab, gell? Was mir in meiner Dummheit und Unerfahrenheit geschehen ist, das war vor der Ehe. Und du brauchst keinen Stein auf mich schmeißen, wo du selber im Glashaus sitzt. Na ja, wenn man es so betrachtet. Ja. Darum meine ich, wenn ich wegen der Fefi ein Auge zudrück, dann konntest du auch wegen Sepp. Ja, Herrgott, da kennt ja der Sepp ungeniert mein Fefi heiraten. Ja, ich denke, das war halt am besten. Ja, warum hast du das nicht gleich gesagt? Da bin ich ja mit einem Schlag aus dem ganzen Schlamassel raus. Das bist. Und Aufhänger brauchen wir nicht mehr. Nein. Und aufs Gemeindetafel komm ich auch nicht. Nein. Alte, ah, dafür muss ich dir ein Puster geben. Alter, nachher sind wir wieder gut. Ja. Ja, du, wie sitzt das? Willst du den Sepp durch den Hof übergeben, wo er doch gar nicht dein Bub ist? Ja, heiratet er doch meine Tochter. Ja, ist es ja freilich. Ja, und der Toni, der könnte ja dann die Afra heiraten. Ja, wirst du es, Stasi. Sepp, Fefi, kommt rein. Corbinian, du auch? Was gibt? Corbinian, komm her da. Das vierte, das ist gut. Ja, geh her da. Jetzt lauf einmal schnell rüber zum Wirt und sag, der Vogelhuber soll mit seiner Tochter herkommen. Ja, aber saus. Zum Roten Ochsen. Sausen? Ja. Also. Ja, Stasi. Ja, Thomas. Was ist jetzt? Ja, ich hab vom Vater rumgekriegt. Ihr könnt's heiraten. Ja, Herrgott, ist das wahr? Jesus, ich kenn mich ja gar nicht mehr aus von lauter Freude. Dann darf ich jetzt Vater sagen zu dir. Ja, das darfst. Vor dem ganzen Dorf. Vor aller Welt. Ja. Vater. Mutter findet halt immer den richtigen Weg. Ja, ob das gerade der richtige Weg war, möchte ich sagen. Mein Segen habt's. Thomas! Ja, weißt denn du, was du da tust? Freilich weiß ich das. Aber ich wasche meine Hände in unschuldig. Dann warst du das lieber mit Seifen, die Kinder brauchen. Was?
Stangassinger, hast du es also da überlegt, gell? Ja. Du Lump, du. Dann weißt du ja schon alles. Alles, du Schuft. Aber du bist doch schon so lang her. Das hat aber jetzt erst einmal raus müssen. So, und jetzt kann die Frau Antoni heiraten. Ja, endlich. Wo ist er denn? Ja. Da fällt er gerade rein. So, dann kehrst du mir. Halt's mal. Wirkt schon, ja. Nicht schlecht, dein Bub. Ja. Warte, die Hochzeitsgäste sind schon da. Soll ich's wieder heimschicken? Bier ist auch keins mehr da. Hol ein neues Fassel, es bleibt bei der Hochzeit. Wieso Hochzeit? Wer heiratet denn? Ich. Du, gratuliere. Wen? Die. Mich. Ja, verregt, bei uns ist ja alles stumm, was anders los. Ja. Und wem habt ihr das alles zum Verdanken? Der Mutter. Na, mir. Ich bin der Herr im Haus. Meinst? Das ist nur eine Halunkination. Lassen. Nein. Ja. Gleich drauf ist noch der andere wieder gekommen und hat zum Seewort bettelt. Nicht nachlassen, bis es ihm gegeben hat. Der Depp, der Damische. Na, Thomas, das darfst du auch nicht sagen. Also 4 Wochen später war dann die Hochzeit. Und danach hat das Mädel zu ihren Schrecken gemerkt, dass von dem Lumpen ein Kind erwartet. Was? Ja. Was hätt's jetzt tun sollen? Hätt's jetzt reden sollen oder nicht? Das Unglück war einmal geschehen. Sie hätt sich und ihr Mann bloß unglücklich gemacht. Und so hab ich nichts gesagt. Und so hast du nichts. Du, das Mädel warst du? Ja, Thomas. Und der Depp, der Damische, war ich. Warst du? Und ich rimpf, ich hab gemeint, der Bub ist ein 7-Monats-Kind. Und der Lump war der Vogelhuber. Ja. Ja, den Dreier ist knack um, dass er sich von hinten anschauen kann. Den zieht er in die Linie, dass er auf der Kegelbahn übernachten muss. Jetzt schneid's aber ab, gell? Was mir in meiner Dummheit und Unerfahrenheit geschehen ist, das war vor der Ehe. Und du brauchst keinen Stein auf mich schmeißen, wo du selber im Glashaus sitzt. Naja, wenn man es so betrachtet. Ja. Darum meine ich, wenn ich wegen der Fefi ein Auge zudrück, dann konntest du auch wegen dem Sepp. Ja, Herrgott, da kennt ja der Sepp ungeniert
Mein Fieferl heiraten. Ja, ich denke, das war halt am besten. Ja, warum hast du das nicht gleich gesagt? Da bin ich ja mit einem Schlag aus dem ganzen Schlamassel raus. Das bist. Und Aufhänger brauchen wir auch nicht mehr. Nein. Und aufs Gemeindetafel komm ich auch nicht. Nein. Alte, da dafür muss ich dir einen Puzzle geben. Alter, nachher sind wir wieder gut. Ja. Ja, du, wie sitzt das? Willst du den Sepp doch einen Hof übergeben, wo er doch gar nicht dein Bub ist? Ja, heiratet doch meine Tochter. Ja, ist es ja freilich. Ja, und der Toni, der könnte ja dann die Afra heiraten. Ja, wirst du, ist Stasi. Sepp, Pfeffi, kommt rein. Corbinian, du auch? Was gibt? Corbinian. Das ist vierte, das ist gut. Ja, geh her da. Jetzt laufen wir schnell rüber zum Wirt und sagt, der Vogelhuber soll mit seiner Tochter herkommen. Ja, aber saus. Zum roten Ochsen. Saus? Ja. Hallo. Ja, ja. Stasi. Ja, ja, Thomas. Was ist jetzt? Ja, ich hab. Darf ich noch bieten? Na, jetzt gib ich meinen Buben nicht einmal um 6.000 her. Ach so, kommst du mal. Weißt du was? Und wenn du mich jetzt niefällig bitten darfst, jetzt kriegst du meine Afra nicht mehr um 10.000, du. Verstehst du mich? Na, lass das Eisholz noch, machst das Surfleisch draus. Oh. Hat der Corbini einen Zeh schon gebracht? Nein, nein, noch nicht. Der braucht aber lang zu den bisschen scharf machen. Wer war denn gerade da? Der Vogelhuber von Langenberg. So? Ja, wegen was denn? Wegen was denn? Wegen einem Kuhhandel, ne? Wegen einem Kuhhandel kommt der selber von Langenberg bis daher. Oh. Ja. Grüß dich, Sepp. Grüß dich, Pfeffi. Ist die Mutter da? Freilich. Was willst du denn von ihr? Fragen, ob ich was auf ihrer Maschine nennen darf. Ach so. Ja, die Mutter ist in der Küche draußen. Pfeffi. Ja? Heute ist in der Früh schon schön, gell? Ja, recht schön. Ja, ich glaube, dass es am Nachmittag schön bleibt. Ja, ja, gewiss. Ja, na, halt's wieder am Abend noch aus. Wirst sehen. Ich glaub schon. Du, Pfeffi. Ja? Kannst du dir gar nicht denken, warum ich jeden Abend in Roten Ochsen komm? Wirst du schon einen Durst haben? Na, na, da zieht mich schon was ganz anderes in Roten Ochsen als. Als wie das Bier. Möchtest du wissen, was? Na. Ich sag's aber trotzdem. Du? Ich? Ja, du. Mein Pfeffi, ich hab das so narrisch gern, dass ich dich gleich mitten im Wirtshaus vor alle Leute abbusseln kann. Ja, du sei so gut, du warst recht. Ja, warum denn nicht? Oder steckt da vielleicht der Toni im Kopf? Der Toni? Was dir nicht einfällt. Dein Bruder. Ja, wer denn nachher? Gar keiner. Na also, was hast du noch gegen mich? Schau, Sepp, als Gespuse bin ich mir zu gut. Und heiraten? Na ja, du weißt es ja selber. Deine Eltern taten es nie zugeben. Ja, ja. Aber das findet sie alles. Die Hauptsache ist doch, ob du mich gern hast. Ich muss jetzt zur Bayern. Pfeffi, aber. Der Toni den Zaun noch nicht bitte fern, schon wieder die Hände. Da kommt's schon. Da verzieh ich mich lieber. Ich komm heute an den Roten Ochsen und dann reden wir weiter. So ein narrischer Kerl. Aber nicht dieser. Ach, da schaut, Pfeffi. Grüß dich. Grüß dich. Was führt denn die her? Bayerin, darf ich was auf deiner Maschine nehmen? Freilich, sitzt die noch hier. Schon. Bist halt halbe fleißig, Pfeffi. Was machst du denn da? Und drum willst du heiraten? Oha, oha, ich heirate. Ruhe ist, du heiratest das nicht. Und du auch nicht. Na, warum nicht? Weil es halt nicht geht. Bedenkt's doch, das Mädel. Hat doch hin zum Fahren nix. Seit wann hast du nur einen Augenfehler? Du schaust doch einmal genau an, siehst du, was die hinten umfahren hat. Ja, wenn's auch nix hat. Dafür haben wir genug. Hinten umfahren? Ich will nichts mehr hören. Aus der Geschichte kann nichts werden. Nur nichts. Aber das ist doch ein Holz. Du gehst sofort an die Arbeit, aber marsch. Wir gehen schon. Aber wegen der Pfeffi. Das letzte Wörtel noch nicht gekriegt, Vater. Nein, da sind wir noch nicht fertig.
Weil so einfach wie ein Guckel ein Hals abtragen geht, das nehme ich nicht. Mit uns nicht. Ja. Marisch, kannst du werden mit denen saufen. Der ist weg. Hab ich einen Schuppen hinter dir. Ja, ist schon recht. 45 Pfennig. No. Du. Das ist ein Hosenluft, gell? Also, da ist der Fünferl. Und jetzt, Kapinian, jetzt hab ich mit dir was zum Reden. Mit mir? Ja. Bin aber gar nicht gut beieinander. Nee? Ja. Ich hab so Halunkination. Was hast du? Halunkination, und da sehe ich ja lauter Sachen, die wo nicht da sind. Okay. Da sehe ich jetzt am Tisch ganz deutlich einen Enzian stehen. Ganz deutlich sehe ich ihn stehen. Da steht aber keiner dort. Ja, das ist ja meine Krankheit, die Halunkination. Ah, so. Ich höre dich schon gehen. Ja, dann stellen wir halt einen hin. Dann werden sie gleich vorbei sein, die Halunkinationen. So, du hast einen. Dankeschön. Das ist fein arg, wenn man allerweil Sachen sieht, die wo gar nicht da sind. Ja, jetzt pass auf, Kapinian. Zuhören sollst du mir. Ja, hör dich her doch, wenn ich drin, da brauche ich gar nicht absitzen. Was meinst du, was passiert ist? Was? Der Sepp und der Toni haben sich alle zwei in die Fifi verliebt und jeder will es heiraten. Ja, ich war auch bald erstickt, ja. Erstens mal, und Josef, deine Burm. Ja. Und ausgerechnet die Fifi. Ja, ausgerechnet. Als ob es nicht nur andere Madeln gab. Ja, jetzt musst du die Wahrheit sagen. Bist narrisch. Du kennst doch meine Alte. Ja, leider. Mein Lieber, das geht. Das wäre so eine Überraschung, wenn die auf einmal erfahren hat, dass die Fifi nicht meine Tochter ist. Die auch nicht ganz wurscht wäre. Das bist du mir auch jetzt so nicht, Toni. Aber was du nicht sagst. Ich hab die immer gern gehabt. Freilich nicht so, als wie du meinst. So, wie denn nachher? Na ja, wenn man halt einen Bruder gern hat. Wie einen Bruder? Ja, das ist ja ganz was Neues. Grüß dich Gott, meine Schwester. Was habt ihr denn hier für Heimlichkeiten miteinander? Oh, ein bisschen unterhalten haben wir uns, gell, Fifi? Ja. So, und dann musst du das gleich aufs Knie nehmen. Okay. Überhaupt, was habt ihr denn hier zu reden? Mal ein bisschen Tanz haben wir probiert. Und überhaupt, ich kann mit meiner Schwester reden, was ich mache, gell? Eine Schwester? Wie so eine Schwester? Ja, ich hab ihm gesagt, dass ich ihn gern hab. Für eine Schwester, ihren Bruder. Und nicht anders. Also vom Gern haben habt ihr doch geredet. Ja, natürlich. Von was sind wir sonst mit einem sauberen Mädel reden? Toni, du weißt ganz genau, was die Mutter gesagt hat. Wenn Pfeffi einen nimmt, hat sie gesagt, dann hat der andere Ruhe zu geben.
Ja, das mache ich ja in aller Ruhe. Du, ich kann die Heimlichtuerei einmal nicht leiden. Was schleichst du denn um sie rum? Wie der Fuchs um einen Hähnerstall. Gesepp. Was du, ich wann schleiche um die Fefe rum? Du halt dich bloß ein bisschen zurück, gell? Ja, ich kenn dich schon. Du bist ein ganzer Verdruckter. Was bin ich Verdruckter? Na, geh noch her, dann zeig dir, wo der Bartler Most halt, du. Gesepp, Donny! Das ist ja abscheulich, wie es euch hier zwei. Ein Polterbustings, aber das heißt nicht wahr? Da muss jeder seinen Rausch haben. Die Gäste vom Bier, nicht wahr? Und das Brautpaar von der Liebe. Ja, mhm. Und der Metzger soll mir nur 20 dicke und 30 dünne rüberschicken. Jawohl, ja. Ja, aber gleich. Ja. So eine Hochzeit bringt eine kurze Freude, aber ein langes Leiden, ein Lied. Der wird auch nicht mehr gescheiter. Thomas, komm mal her. Ja, was ist denn? Ich muss mit dir reden. Der wird schauen, wenn er hört, was der Pfarrer für einen Plan hat. Aber recht hat er, es sind und es Schand ist, wie es bei uns zugeht. Was ist denn, Stasili? Ich muss da was sagen. Hast du vielleicht was erfahren? Ja, eine Lumperei. Na. Na, der Herr Pfarrer ist ganz aus dem Häusl. Der Herr Pfarrer, warum? Bei seiner Kirchin hat einer das Fenster probiert. Ach so, bei der Kirchin? Ja, der besoffene Schreiner soll es gewesen sein, sagen die Leute. Na, sind die Leute schlecht, voll Teufel. Ja. Das hat der Herr Pfarrer auch gesagt. Und jetzt ist es soweit, dass die größten Lumpen einen öffentlichen Verweis kriegen sollen. Was denn für ein Verweis? Ja, der Name von dem Betreffenden und seine Schandtat sollen ganze 8 Tage lang an der Gemeindetafel angeschlagen werden. Und du als Kirchenpfleger sollst dazu im Gemeindeausschuss den Antrag einbringen. Ich? Warum denn gerade ich? Ja, weil du im ganzen Dorf als musterehelicher Treue giltst. Geh mal Scheiße, du. Au! Jesus, ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Und einfallen tut mir auch nichts, wenn man die Hochzeit verhindern kann. Das ist keine Halunkination. Prost! Herrgott, hast mich du jetzt erschreckt. Kannst du nicht anklopfen? In meinem Haus. Warum nicht? Weißt du, wir stehen jetzt die Aktien. Hast du sie jetzt eingestanden? Nein, ich bring's nicht raus. Wie kann man denn so ein Schüsser sein? Ein Kopf wird's doch nicht kosten. Ja, du hast leicht reden. Jeden Tag in der Früh, wenn ich aufgestanden bin, habe ich mir vorgenommen, heute sagst du es der Stasi. Ja und? Ja, aber wenn's mich dann so angeschaut hat, weißt du, mit ihrem gewissen Blick, so wie die Schlange in der Skalitze, hat's mir noch Dreh verschlagen. Mhm, brav. Und morgen ist Hochzeit. Ja, ich sehe mich schon am Gemeindetafel drüben. Oh. Wegen unsittlichen Lebenswandel erhält den strengen Verweis Thomas Stangassing. So was gibt's ja nicht. Freilich gibt's sowas. So wo ist der Pfarrer? Sauber? Da dürfen wir gleich Gemeindetafel ausschaffen. So groß ist wie ein Haus, das ohne bloß haben, nicht? Jetzt. Ja. Zu was hat's gesagt, haben sie mich gewählt? Zum Kirchenpfleger. Jetzt bewahrheitet sich wieder einmal das alte Sprichwort. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Nein, da soll er bei den größten Bug zum Gärtner machen. Wir geschworen, ja, wir zwei, wir kehren zusammen. Bei derer hast du nix verloren, ich bin ihr Freund, die Gang. Bei deren Bläser Kellnerin, die bleibt dir niemals treu. Und wenn ich dann ihr Schwager bin, dann komm ich dir ins Geil. Hallroini, 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 ja, ja, ho. Hallroini, 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 ja, 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 ho. Lass mich von dir zwing mein Dirndl nicht pflanzen. Du kannst mir gar niemals auf der Nase rumtanzen. Ich geh deiner Fee für Bussel geben, dann
die wittert mit einem jeden, die holtert sie stets. Die darf's dir nicht roden, du kreisliger Ratz. Mein Schatz, lass in Ruhe, denn sonst kehrst gleich der Katz. Mach keine Sprüche, ich bin gar so. Ich scheich dich nicht, ist fast so. Geh, lass mir doch die Streiterei. Wir werden uns da nicht schlagen. Zwei Brüder sind wir alle dabei und müssen uns vertragen. Dein Dirndl nimmt mit Sack und Back und gibt dein Bruder einen Tanz. Und morgen an meinem Hochzeitstag, da singen wir miteinander. Horoidi, 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 ja, ja, ho. Horoidi, 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 ja, 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 ho. So, und jetzt werde ich heiraten. Auf geht's jetzt. Au, au, au! Nur von der Katze, au! Ja, bist jetzt du noch nicht fertig mit der Girlande? So ein Kunstwerk, das muss mit Verstand gemacht werden und nicht mit der Mistgabe, nicht wahr? Komm runter. Du musst noch beim Wirt drüben ein Fassel Bier holen für unsere Gäste. Ach so, freilich, ja. Heute ist ja so eine Vorfeier. Stasi! Ja? Geh mal raus, ein Besuch ist da. Was? Wer ist denn da? Der Vogelhuber mit seiner Tochter. Von Langerberg, er hat was Wichtiges mit dir zum Reden. Unter vier Augen. So, da bin ich aber gespannt. Also, jetzt pass mal auf, Stangassingerin. Öha. Marant Josef, der Läusel. Jetzt, komm mal, Frau, lass mal's allein. Nein, nein, bleib so da, bleib. Jo, da red's ist besser. Jetzt sagt er dabei unser Viech, unseren Stall, komm. Ja, wie viel Kühe habt ihr? 22 Stück. Und Schaf habt's keins? Schaf haben wir nur eins, das bin ich. Also, was hast du mir zum Sagen? Jetzt weiß ich nicht, täusche ich mich oder sehe ich richtig? Du siehst schon richtig. Herrschaft, Seppi, bist du es wirklich? Die Berghofer Straße von Daxenbach? Ja, die bin ich. Das heißt, die war ich, bevor ich geheiratet habe. Sachsen, die Sachsen, die. Geh, alt und kreisel sind wir geworden. Ja, du schon. So meinst du? Ja, ja. Ich schau schon lang in keinen Spiegel nimmer. Lang ist her, dass wir uns nimmer gesehen haben, gell? Mhm. Seit du damals auch von davor bist, mein Lieber, ewige Lieb und Treu hast mir geschworen. Ja, mei, man sagt pfui, wenn der Tag lang ist. Schau, du hast da einen tüchtigen Mann gekriegt und ich, na, ich hab's Langerberger reiche Witwe geheiratet und hab's recht gut getroffen, ja. Gratuliere. Was willst du denn eigentlich von mir? Ich? Von dir gewiss nichts mehr. Ach so, ja, ich hab mit deinem Mann ausgehandelt, dass euer Sepp und meine Afra ein Paar werden. Was? Mein Sepp? Und deine Tochter? Ja. Na. Ja, du. Mir? Die Afra, die kriegt 5000 Mark mit. 5000, verstehst du? Und wenn sie 1 Million mitkriegt, die sag nein. Ach, tragst du mir's also da noch, weil ich damals fort bin. Mein Vater, den Kühe musst du anschauen und den Stier. Halt's mei, ich hab keine Zeit für einen Stier. Also, Stasi, überleg dir das, was ich da vorhin gesagt hab. Kommst mit mir in Kich, dann verzeih ich dir was. Verzeihst mir was, so, so. Du bleibst da und schau nicht so blöd. No. Jetzt lass es mir wieder stehen bei der Ochs von Stadel da. Hey, was ist denn da für ein Vogel geflogen? Schaust du, wie ein gestochenes Kalb. Wer bist denn du? Ich bin Vogelhuber Afra von Langerberg. Bist du der Sepp? Nein, ich bin der Don. Thank you.
Gut, dass du kommst, Toni. Warum, was willst du denn? Sag das jetzt noch mal im Gurten. Lass die Fefi in Ruhe. Gesteig mir da Bugeln auf. Was geht denn durch die Fefi an? Ja, mehrer schon wie die. Wieso? Ist vielleicht schon deine Braut? Noch nicht. Aber sie soll es werden. Soll es werden, soll es werden, das kann ja jeder sagen. Aber werden tut's meine. Toni, wenn's dann mein Bruder bist, aber noch ein einziges Mal, wenn's die Madel schön tust, dann kannst du was erleben. Was kann ich nachher erleben? Glaubst du vielleicht, die fürchte ich? Ja, mit dir bin ich gleich fertig, du Torg auf, du Damischer. Ja, dann geh noch her, bis du Schneid hast. Ja, gleich hebe ich dich aus dem Griff, du. Ja. Mutter! Hörst du das? Hast du mal Glück gehabt? Herrschaftsdeppe, Grütze, Kirchen! Was ist denn? Da soll man nicht springen, giftig werden. Was hat's denn gegeben, Vater? Alles auf dem Hof muss nach ihrer Pfeifen tanzen. Aber Vater, der Herr im Haus, der bist doch du. Ja, 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 das hab ich auch gesagt. Na also? Ja, aber sie hat's nicht geglaubt. Da ist der Kaffee. Geh weiter, Vater, hock dich her. Zu deren Zwiderwurzen. Du gehst schon die Verhalten. Hier sitzen, sag ich. Hast du schon einen Zuckertunnel da? Was ist denn, Sepp? Magst du heute keine Nudel, hä? Zucker da oder Nudel? Ein Schüsser sein. Ein Kopf wär's doch nicht kosten. Du hast leicht reden. Jeden Tag in der Früh, wenn ich aufgestanden bin, hab ich mir vorgenommen, heute sagst du es der Stasi. Ja, und? Ja, aber wenn sie mich dann so angeschaut hat, weißt du, mit ihrem gewissen Blick, so wie die Schlange in der Skalier, hat sie mir noch Dreht verschlagen. Mhm, brav. Und morgen ist Hochzeit. Ja, ich sieg mich schon am Gemeindetafel draufhappen. Oh. Wegen unsittlichen Lebenswandel erhält er den strengen Verweis Thomas Stangassing. Oh, 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 oh. So was gibt's ja nicht. Freilich gibt's sowas. Also, wo ist der Pfarrer? Sauber? Da dürfen wir gleich Gemeindetag ausschaffen. So groß ist wie ein Haus, das alle bloß haben, nicht? Jetzt, jetzt pass mal auf, Corbinian. Weißt was? Ja. Wir lassen die Geschichte so, wie es ist. Wenn wir zwei es mal halten, dann kann ja nichts rauskommen. Aber okay, Thomas, denk doch dran, die zwei wollen doch heiraten. Das darf doch nicht sein, nicht wahr? Es gibt jetzt nur eines, du musst heute noch reden, weil morgen ist spät. Ich kann's nicht! Weißt du was, Corby? Red du mit ihr, aber bring sie schon im Bei. Ich? Ich bin doch nicht lebensmüde, meinst du? Ich stirb einen Heldentod, nicht wahr? Da kommt's jetzt rein. Was ist, Corbinian? Hast du alles bestellt? Ja, das Bier ist im Gang draußen und der Metzger bringt die Würst rüber. Ja, dann holst du mir aus dem Garten nur 6 Staaten Salat. Ja. Du! Und putzt mir's gleich ein, ja? Und du, Thomas, gehst mir zum Peter. Er soll nachher mit seiner Ziehharmonika rüberkommen, damit wir am Abend ein bisschen Musi haben. Was, eine Musi? Mir ist noch keine Musi. Ich mag keine Musi. Herr Schaft, jetzt find die doch endlich einmal drei. Der Sepp heirat die Fefi und damit passt er. Siehst du das? Ich komm nicht zum Reden. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, gell? Also, man muss ja doch sein, dass du triffst. Und ich geh jetzt raus und pflücke den Salat, versteht man? Und wenn ich das recht schön gemacht hab, na, der sie vielleicht beim Abspielen auch noch mithelfen, der Mistbruch. Ah, was? Ich geh mit. Lieber lerne ich der Katze das Radl fahren, als will, dass ich da herinbleibe. Das ist schade, Herrgrün. Ja, die zwei Fuchsen werden echt an den Brautschäsen. Und nimm halt das neue Geschirr. Ja, mit dem neuen Geschirr. Und Christbaumkugeln und Lametta hängen auch noch hier. Am liebsten wird es ja 10-spendig in die Kirche fahren. Die hochwohllöbliche Braut. Christi. Christi. Ja, du bist da. Bitte geht uns schon nicht rein da. Du bist doch morgen sowieso die Bayerin. Aber heute noch nicht. Ja, so genau muss man es nicht nehmen. Lieber. Ewige Lieb und Treu hast du mir geschworen. Ja, mei, man sagt viel, wenn der Tag lang ist. Schau, du hast da einen tüchtigen Mann gekriegt und ich, na, ich hab die Langenberger reiche Witwe geheiratet und hab's recht gut getroffen. Ja. Gratuliere.
Was willst du denn eigentlich von mir? Ich? Von dir gewiss nichts mehr. Ach so, ja, ich hab mit deinem Mann ausgehandelt, dass euer Sepp und meine Afra ein Paar werden. Was? Mein Sepp? Und deine Tochter? Ja. Na. Ah, du, mir? Die Afra, die kriegt 5000 Mark mit. 5000, verstehst du? Und wenn sie 1 Million mitkriegt, die sagt nein. Tragst du mir's also da noch, weil ich damals fort bin. Mein Vater, den Kier musst du anschauen. Und den Stier. Halt's mei, ich hab keine Zeit für einen Stier. Also, Stasi, überleg dir das, was ich da vorhin gesagt hab. Kommst mit mir in Kich, dann verzeih ich dir was. Verzeihst mir was? So, so. Du bleibst da und schau nicht so blöd. No! No. Jetzt lass es mir wieder stehen bei der Nox von Stadl da. Hey, was ist denn da für ein Vogel geflogen? Schaust du, wie ein gestochenes Kalb. Wer bist denn du? Ich bin Vogelhaber Afra von Langerberg. Bist du der Sepp? Nein, ich bin der Toni. Ah, der Toni, der bist so. Von Antoni habe ich noch nie nichts gehört. Schade, dass du nicht der Sepp bist. Ja, warum? Ja, im Morgen halt. Obwohl, mir war es wurscht. Du, gefällt ich dir? Hä? Schau mir mal an. Hä? Ja, warum nicht? Bei dir ist alles da, was man braucht, gell? Da ist Holz bei der Hütte. Und ein Geld habe ich auch. Ja, das brauchst du schon. Bist du gewiss nicht der Sepp? Was hast du denn immer mit dem Sepp? Heiraten sollen. Mein Bruder? Ja, da bist du schon spät dran. Der heiratet jetzt die Fefi. Na ja, da musst du schon mal einen anderen umschauen. Mir gefällt aber nicht jeder. Ach so, hakelig bist du auch noch? Jawohl. Wir sollen ja bloß meinetwegen heiraten. Aus Liebe. Und zwing mein Holz. Ja, ja, das hab ich schon gesehen. Bleib noch sitzen, Afra. Ja, na, schau dir ein bisschen um, vielleicht findest du einen, der dir gefällt. Oft braucht man gar nicht weit schauen, gell? Ach so. Du, was hast du gesagt, vom Vogelhuber zu Langerberg bist du? Ja. Bist du vielleicht quasi einzige? Freilich. Hast du keinen Bruder? Nein. Ja, du, das ist ja... wie viel? Kommt selten allein. Ja. Mein Hof dafür zu verkaufen. Ja. Auswandern muss ich, ja. Pass auf, Kompinion, ich geh's hinaus. Ja. Und pass die Stasi auf der Straße ab. Ja. Und sag's dir, ich darf mich glatt aufhängen, wenn sie es am Vater sagt. Ja, wenn's bloß was hilft. Ja, du bist gut, wenn's Aufhängen nichts hilft, dann weiß ich nichts mehr. Du sag einmal, geh doch. Nein, heute sind nicht zwischen den zwei Fingern ein Ziegerl. Was ist das? Ganz deutlich ist. Und der Lehrer, du bist auch hier. Ja, Herrschaft Sepp, du hast doch nicht. Hat mich nicht teist, hat mich nicht teist. Feier. Aber rauchen kannst du selber, hä? Ich werde ihn sonst nicht. So. Und jetzt gehst du aber zum Kabinen. Schnell. Und mach's ja recht gefährlich. Sag, sie soll gleich umkehren, wenn sie ein Unglück verhindern will. Gell? Jetzt geh. Ja, der mache ich die Hölle schon heiß. Ja. Ja, der Rindifennig, gell? Hat's bei mir keine Gefahr. Ja. Und ich suche mir jetzt einen Strick und werde es aufhängen üben. Jesus, nein, was tue ich bloß? Was tue ich denn bloß? Es ist doch das Gescheiteste, ich rede zuerst mit dem Herrn Pfarrer. Komm nur, Fefi, wir zwei werfen die Flinten noch lange nicht ins Korn. Sepp, es hat keinen Zweck. Jetzt, wo die Mutter auch dagegen ist. Die soll nur sehen, was so gestellt hat, wie es einem Vater nachgegeben hat. Oh, meine Kinder, das kann ich mir so auch denken. Jetzt packen wir es mit der Rührung, wie wir es ausgemacht haben. Weine! Da, sagt Fefi und Mutter.
bringst du es übers Herz, das Mädel fürs Leben unglücklich zu machen? Siehst du, wie du es herstellst? Tim, war noch ein bisschen fester. Direkt das Herz drückt sie ab. Das ist ja all begreifbar, ja, aber. Was aber? Ich will mich absolut in die neue Familie dringen. Es ist mir ja nur wie am Sinn. Schau nur ganz blass und eingefallen schaut er aus. Ich sag dir, das war eine Mutter. Das überlebe ich nicht. Da geh ich ein wie ein kranker Ochs. Ich weiß doch selber nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ja, das liegt ganz bei dir. Brauchst nur ein Machtwort zu sprechen, dann wird alles gut. Jetzt kommt zum Das darf doch nicht sein. Feferl, liebs Feferl, wann kehrst du in den Main? Ja, nicht auf den Gimpet, wir zwei kehren doch zusammen. Das ist nicht ausgemacht, mein Ruhr möchte ich an. Ja, aber das ist wie viel Feferl ist das auch. Hast gehört, dummer Bub, von dir möcht's hier Ruhe. Drum weiß ich's ganz gewiss, dass mein Weiberl bald ist. Brüderl, da teischt die Pfiffi, ist nicht dein Schatz. Wenn's dir jetzt keine Ruhe gibst, dann gehörst gleich der Katz. Was ist denn da los? Aufhören! Aufhören, sag ich aber sofort! Au! Da, geh weiter! Brüder, von mir jetzt mit der Ruhe! Also wird's mal guckel. Schämt's euch denn gar nicht. Und was geht's denn? Der Toni will mir mein Mädel abspenstig machen. Gehört's dir vielleicht schon? Ja, vielleicht dir. Ja, schon mit Am dir. Frieden gibt's. Ihr seid ja wieder kein und der Nabel. Abel. So, was ist dir jetzt anders? Was für ein Mädel geht's denn? Um Pfeffi. Was denn für Pfeffi? Doch nicht um die Kellnerin. Vom Roten Ochsen, ein Saugpfeiler, seine Tochter. Na, freilich, da hinten sitzt's ja. Wo? Pfeil, grad da hinten hab's. Sei ehrlich, Pfeffi, hab ich da nicht grad vorhin gesagt, dass ich dich gern hab? Ja, das hast du gesagt. Na, also. Ja, und ich? Du hast das auch gesagt. Na, also, dann entscheid dich doch. Da wird nichts entschieden. Pfeffi, sei so nett und lass uns einmal allein. Ja, ich geh schon. Ich hab für deine zwei keinen Anlass gegeben, dass sie mich streiten. Was tust du denn in der Küche draußen? Kaffee trinken? Brav. Ja, sagt's einmal, ist euch denn nichts Dimmers eingefallen? Mir stinken ja die Haare zu Berg, wenn ich bloß dran denke, dass einer von euch mit der Pfeffi. Nein! Was denn, Vater? Pfeffi ist doch ein Bulzhaubersmädel. Ja, und ordentlich ist sie auch. Und drum will ich heiraten. Oha, ich heirate. Ruhe ist, du heiratest es nicht. Und du auch nicht. Na, warum nicht? Weil's halt nicht geht. Bedenkt's doch, das Mädel hat doch hinten vor nichts. Seit wann hast du nur einen Augenfehler? Du schaust doch einmal genau an, siehst du, was die hinten vorn hat. Ja, wenn's auch nichts hat. Dafür haben wir genug. Hinten vorn? Ich will nichts mehr hören. Aus der Geschichte kann nichts werden. Nee, nichts. Aber das ist doch ein Holz. Du gehst sofort an die Arbeit, aber marsch. Wir gehen schon. Aber wegen der Pfeffi. Das letzte Wörtel noch nicht gekriegt, Vater. Nein, da sind wir noch nicht fertig. Weil so einfach wie ein Gockel und Hals abtragen geht, das nehme ich nicht. Mit uns nicht. Ja. Bug zum Gärtner machen. Mir geschworen, ja, wir zwei, wir kehren zusammen. Bei derer hast du nix verloren, ich bin ihr Bräutigam. Bei deren Gläser Kellnerin, die bleibt dir niemals treu. Und wenn ich dann ihr Schwager bin, dann komm ich dir ins Geil. Hallo-i-di, 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 ja-i-ja-ho. Hallo-i-di, 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 ja-i-ja-ho. Los mich von dir, zwing mein Dirndl nicht pflanzen. Du kannst mir gar niemals auf den Nosen rumtanzen. Wenn ich deiner Pfeffi ein Bussel geben darf, die wittert mit einem jeden, die holt
der Zistatz. Wie tat's dir nicht roden, du kreisliger Ratz? Mein Schatz, lass in Ruhe, denn sonst kehrst gleich der Katz. Mach keine Sprich, bitte Gora so. Ich heich dich nicht, ich weiß dir so. Geh, lass mir doch die Streiterei. Wir werden uns da nicht schlagen. Zwei Brüder sind der Rollerbei. Und müssen uns vertragen. Dein Dirndl nimm mit Sack und Back und gib dein Bruder Tanz. Und morgen an meinem Hochzeitstag, da singen wir miteinander. Horoidi, 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 ja, ja, ho. Horoidi, 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 ja, 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 ho. So, und jetzt werd ich heiraten. Auf geht's. Ja, bist jetzt du noch nicht fertig mit der Girlanden? So ein Kunstwerk, das muss mit Verstand gemacht werden und nicht mit der Mistgabe, nicht wahr? Komm runter. Du musst noch beim Wirt drüben ein Fasel Bier holen für unsere Gäste. Ach so, freilich, ja. Heute ist ja so eine Vorfeier, so ein Polterboostings, aber das heißt nicht wahr? Da muss jeder seinen Rausch haben. Die Gäste vom Bier, nicht wahr? Und das Brautpaar von der Liebe. Ja, mhm. Und der Metzger soll mir nur 20 dicke und 30 dünne rüberschicken. Jawohl, ja. Ja, aber gleich. Ja. So eine Hochzeit bringt eine kurze Freude, aber ein langes Leid, mein Lieber. Der wird auch nicht. Hat der Corbini einen Zeh schon gebracht? Nein, noch nicht. Der braucht aber lang zu den bisschen scharf machen. Wer war denn gerade da? Der Vogelhuber von Langenberg. So, ja, wegen was denn? Wegen was denn? Wegen einem Kuhhandel, ne? Wegen einem Kuhhandel kommt der selber von Langenberg bis daher. Oh, ja. Grüß dich, Sepp. Grüß dich, Pfeffi. Ist die Mutter da? Freilich. Was willst du denn von ihr? Fragen, ob ich was auf ihrer Maschine nehmen darf. Ach so. Ja, die Mutter ist in der Küche draußen. Pfeffi. Ja? Heute sind der Früh schon schön, gell? Ja, recht schön. Ja, ich glaub, dass es am Nachmittag schön bleibt. Ja, gewiss. Ja, na, halt's wieder am Abend noch aus. Wirst sehen. Ich glaub schon. Du, Pfeffi. Ja? Kannst du dir gar nicht denken, warum ich jeden Abend in Roten Ochsen komm? Weißt du schon einen Durst haben? Na, da zieht mich schon was ganz anderes in Roten Ochsen als wie das Bier. Möchtest du wissen, was? Nein. Ich sag's dir aber trotzdem. Du? Ich? Ja, du. Mein Pfeffi, ich hab dich so narrisch gern, dass ich dich gleich mitten im Wirtshaus vor alle Leute abbusseln kann. Ja, du sei so gut, du warst recht. Ja, warum denn nicht? Oder steckt da vielleicht der Toni im Kopf? Der Toni? Fast dir nicht einfällt. Dein Bruder. Ja, wer denn nachher? Gar keiner. Na also, was hast du noch gegen mich? Schau, Sepp, als Gespuse bin ich mir zu gut. Und heiraten? Na ja, du weißt es ja selber. Deine Eltern taten es nie zugeben. Ja, ja. Aber das findet sie alles. Die Hauptsache ist doch, ob du mich gern hast. Ich muss jetzt zur Bayern. Pfeffi, aber. Der Toni, den Zahn, bitte schon wieder die Hände. Da kommt schon. Da verzieh ich mich lieber. Ich komm heute an den Roten Ochsen und dann reden wir weiter. So ein narrischer Kerl. Aber nicht dieser. Ach, da schaut, Pfeffi. Grüß dich. Grüß dich. Was führt denn die her? Bayerin, darf ich was auf deiner Maschine nehmen? Freilich, setz dich noch hin. Dankeschön. Bist halt halbe fleißig, Pfeffi. Was machst du denn da? Ein Dirndlband für mich. Schau, so wird's. Das ist der Schnitt. Ja, schön. Du schaust ja noch aus wie eine Bayerin. €1.500 und ich? €4.500. Ja, hältst mich du für Hirndamisch, hä?
Wie kommt denn ich als Bratvater dazu, dass ich um 1000 Mark mehr zahle als wie du, du Schundnickel? Ja, da sind wir schon fertig miteinander. Ja, das sind wir. Ich brauch deinen Buben nicht. Und ich deine Frau nicht. Meine Frau kriegt 10 andere. Aber nicht so wie mein Sepp. Aber ganz andere kriegt's, wie dein Sepp ist, mein Lieber. Du Ruf. So ein ausgeschampter Rami. Der möchte seine depperte Tochter schier umsonst umbringen. Pass auf, Sterngassinger, lass dir sagen. Also, 5200 darf ich noch bieten. Na, jetzt gebe ich meinen Buben nicht einmal um 6000 her. Ach so, kommst du mir. Weißt du was? Und wenn du mich jetzt niefällig bitten darfst, jetzt kriegst du meine Frau nicht mehr um 10000, du. Verstehst du mich? Na, lass das Eis holzen und machst das Surfleisch draus. Hat der Corbini einen Zeh schon gebracht? Nein, noch nicht. Der braucht aber lang zu den bisschen scharf machen. Wer war denn gerade da? Der Vogelhuber von Langenberg. So? Ja, wegen was denn? Wegen was denn? Wegen einem Kuhhandel, ne? Wegen einem Kuhhandel kommt der selber von Langenberg bis daher. Ja. Grüß dich, Sepp. Grüß dich, Pfeffi. Ist die Mutter da? Freilich. Was willst du denn von ihr? Fragen, ob ich was auf ihrer Maschine nehmen darf. Ach so. Ja, die Mutter ist in der Küche draußen. Pfeffi. Ja? Heute ist in der Früh schon schön, gell? Ja, recht schön. Ja, ich glaub, dass sie am Nachmittag schön bleibt. Ja, gewiss. Ja, na, halt's wieder am Abend noch aus. Wirst sehen. Ich glaub schon. Du, Pfeffi. Ja? Kannst du dir gar nicht denken, warum ich jeden Abend in Roten Ochsen komme? Weißt du schon einen Durst haben? Na, da zieht mich schon was ganz anderes in Roten Ochsen als wie das Bier. Möchtest du wissen, was? Na. Ich sag's aber trotzdem. Du? Ich? Ja, du. Mein Pfeffi, ich hab dich so narrisch gern, dass ich dich gleich mitten im Wirtshaus vor alle Leute abbusseln kann. Du sei so gut, du warst recht. Warum denn nicht? Oder steckt da vielleicht der Toni im Kopf? Der Toni? Was dir nicht einfällt. Dein Bruder. Ja, wer denn nachher? Gar keiner. Na also, was hast du noch gegen mich? Schau, Sepp, als Gespuse bin ich mir zu gut. Und heiraten? Na ja. Da, schau, die Afro ist auch wieder da. Ja, du kommst mir gerade recht. Du musst meinen Buben heiraten. Ja, das tue ich schon. Ja, und dein Vater gibt's jetzt zu? Der muss. Ja, wo ist denn mein Bub? Da kommt er gerade. Donald, geh, wir zwei heiraten. Alles Halt. Das ist doch der Falsche. Ich mein doch einen Sepp. Ja, und ich mein einen Toni. Geh, Donald, wir zwei heiraten. Du Vater, 8000 Mark gibt's mit und später noch einen Hof. Ich und ihr Vater haben ausgemacht, dass sie einen Sepp heiraten. Pass mir auf, Vater. Machen wir den Ohrwascheln ganz genau auf, ne? Der Sepp, der will die Fifi. Und ich will die Afra. Und dabei bleibt's. Das merkst du, dass die lauter Grutzen essen übereinander. Du, mein Lieber. Jetzt darf ich aber was sagen. Wenn mir was einfällt. Also da bist du, Afra. Was machst du noch alle weit da? Heiraten, Vater. Gut. Bist denn du narrisch? Vogelhuber, wir zwei haben doch ausgemacht, dass der Afra und die Sepp heiraten. Ja, ausgemacht schon, aber das geht jetzt nicht mehr. Das begreife ich nicht. Ja, das habe ich zuerst auch nicht begriffen, aber es ist halt so. Tut mir leid, aber die Afra und ich, wir fahren jetzt heim. Jetzt, Vater, jetzt lass uns erst reden mit dir. Ja, was willst du denn noch? Antoni möchte. Was? Den da? Ja. Ja. Sag mal, ist das auch ein Bub von dir? Ja, freilich, wir haben zwei, wenn es recht ist. Herr Vogelhuber, ja. Ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter. Oder passt ihr vielleicht nicht? Ja, von mir aus kannst du das haben. Sag mal, gefällt dir denn der Suff? Ja, weil er so schön groß ist. Sag einmal, Vogelhuber, bei denen zwei gibst du das zu? Ja. Und beim Sepp gibst du das nicht zu? Nein, der soll nur seine Fefe heiraten. Ja, Herrschaft Seppe, da kennt sie ja keine Sau nicht mehr aus. Willst du mir nicht verzeihen? Nein, das lass dir jetzt am besten alles von deiner Stasi verzeihen. Ich misch mich da nimmer rein.
Ich bin jetzt mit der Affrau noch ein Stindl im Roten Ochsen drin. Wenn's mit deiner Alten geredet hast und dir die Geschichte überlegt hast, dann kannst du mich auch holen lassen. Fertig gut. Du, dass du mir aber rechtzeitig kimmst, gell? Sonst hol ich dich. Weiter da, sag ich. Heiraten ist für eine Sauarbeit. Vater, ich rate dir ab. Was soll ich mit dem Bier kriegen? Abspülen. Okay. Ach, ist geil, dass die hängen wirklich auf. Bis jetzt hab ich die Stasi nirgends gesehen. Jesus, am Ende hast du es verfehlt. Ja, wenn ich direkt vor dem Pfarrhof stehe, jetzt auch sehen müssen, wenn es gekommen wäre. Du, warte mal, vielleicht ist es noch da. Ja, sie ist in der Küche draußen, sie redet mit wem. Und die kann mir mal einen Platz für stehen, ja, immer. Jetzt pass auf, Corbinian, jetzt gehst du in die Küche raus und sagst dir... Hallo, Drehmitleiter. Schön da und Sprüch machen einen Kopf verdreht. Obwohl sie einen anderen schon lange hätte heiraten wollen. Mei, wie es halt so geht, nicht? Ja, wie es halt so geht, ja. Ja, der hat nicht mehr auslassen, bis er das gehabt hat, was er wollen hat. 8 Tage später hat's der Lump sitzen lassen. Na. Ja. Gleich drauf ist noch der andere wieder gekommen. Und hat's ums Jawort bittelt. Nicht nachlassen, bis es ihm gegeben hat. Der Depp, der Damische. Na, Thomas, das darfst du auch nicht sagen. Also 4 Wochen später war dann die Hochzeit. Und danach hat das Mädel zu ihren Schrecken gemerkt, dass von dem Lumpen ein Kind erwartet. Was? Ja, was hätt's jetzt tun sollen? Hätt's jetzt reden sollen oder nicht? Das Unglück war einmal geschehen. Sie hätt sich und ihr Mann bloß unglücklich gemacht. Und so hab ich nix gesagt. Und so hast du nix. Du, das Mädel warst du? Ja, Thomas. Und der Depp, der Damische, war ich. Warst du? Und ich rimpf, ich hab gemeint, der Bub ist ein 7-Monats-Kind. Und der Lump war der Vogelhuber. Ja. Ja, den Dreier ist knack um, dass er sich von hinten anschauen kann. Den zieht ja ich in die Kling, dass er auf der Kegelbahn übernachten muss. Jetzt schneidst du aber ab, gell? Was mir in meiner Dummheit und Unerfahrenheit geschehen ist, das war vor der Ehe. Und du brauchst keinen Stein auf mich schmeißen, wo du selber im Glashaus sitzt. Naja, wenn man es so betrachtet. Ja. Darum meine ich, wenn ich wegen der Fefe ein Auge zudrück, dann konntest du auch wegen dem Sepp. Ja, Herrgott, da kennt ja der Sepp ungeniert mein Fefe heiraten. Ja, ich denke, das war halt am besten. Ja, warum hast du das nicht gleich gesagt? Da bin ich ja mit einem Schlag aus dem ganzen Schlamassel raus. Das bist. Und Aufhänger brauchen wir nicht mehr. Nein. Und aufs Gemeindetafel komm ich auch nicht. Nein. Alte, ah, dafür muss ich dir eine Puste geben. Alter, nachher sind wir wieder gut. Ja. Ja, du, wie sitzt das? Willst du den Sepp doch einen Hof übergeben, wo er doch gar nicht dein Bub ist? Ja, heiratet doch meine Tochter. Ja, ist es ja freilich. Ja, und der Toni, der könnte ja dann die Afra heiraten. Ja, wirst du es, Stasi. Sepp, Fefi, kommt rein. Corbinian, du auch. Was geht? Corbinian, komm her da. Das vierte, das ist gut. Ja, geh her da. Jetzt lauf einmal schnell rüber zum Wirt und sag, der Vogelhuber soll mit seiner Tochter herkommen. Ja, aber saus. Zum Roten Ochsen. Ja, ich war auch bald erstickt, ja. Erstens mal, und Josef, deine Buben. Ja. Und ausgerechnet diese. Ja, ausgerechnet. Als ob es nicht nur andere Madeln gab. Ja, jetzt musst du die Wahrheit sagen. Bist narrisch. Du kennst doch meine Alte. Ja, leider. Mein Lieber, das geht. Das wäre so eine Überraschung, wenn die auf einmal erfahren hat, dass die Fefi nicht meine Tochter ist, sondern die deinige. Bist du stark? Doch ein Hundsleben. Ah ja. Ja, ich konnte ja verstehen. Die Mutter von der Fefi, die Rosel, das war ja ein bildsauberes Frauenzimmer. Ja, da heißt immer, die Liebe ist eine Himmelsmacht. Nein, solche Scherze macht nur der Teufel. Schau, mich hat ja eingeseifert und eingewickelt damals. Nicht? Was die? Ja, Frau Liebe, ich auf der Bettelei mich als Vater von der Fefi ausgegeben hab. Ne?
Hab ich dir nicht einen Haufen Geld dafür gezahlt? Einen Haufen? Oder nicht? Ja, damals schon, aber weißt du, jetzt hier und da, jetzt packt es mir oft wieder so. Was packt dich? Das Gewissen. Keine? Das beißt mir zum Beispiel oft so, dass ich am liebsten alles eingestehen möchte. So, so. Ja. Beißt sie wieder. Ja, und wir, fürchterlich. Das ist noch gar nicht so lange her, du hast ja bissen. Das kommt in der letzten Zeit aber gar zu oft vor, dass sie das beißt. Aber die Zeiten sind auch teurer geworden. Also gut. Du hast einen Dollar. Kaufst du Medizin, dass das Beißen vergeht? Ja. Und jetzt red, was wir tun können, dass nicht einer von meinen leiblichen Söhnen meine eigene Tochter heiratet. Ja, jetzt musst du es halt eingestehen, nicht wahr? Nix kommt gar nicht in Frage, da wird nichts eingestanden. Du, weißt was, die Fefi muss weg, weit weg. Meine Schwester im Beinkreis, die sucht den Markt. Da der muss hin. Wenn's mag. Na, wenn's mag, dann schaffst du es ja halt, du bist doch der Vater. Was bin ich? Ja, so schon, aber schaff doch du deine Buben und nicht so in die Fefi. In Ruhe lassen, bist du auch der Vater oder nicht? Was willst du denn machen mit zwei so ausgewachsenen Lackeln? Die lassen sich doch nicht zureden. Dann sag ich halt nur mal Dankeschön und für Gott feiern. Oh, komm, der ist die Fifi. Kannst gleich mit dir reden. Ja, was willst du denn sagen? Ja, pass mal auf, Fifi. Ich wüsste den guten Platz für dich bei meiner Schwester im Beinkreis. Ich such ja gar keinen Platz. Okay, das ist doch ganz was anderes als wir Kellnerin im Roten Ochsen. Und meine Schwester, die schaut grad auf dich. Und einen schönen Lohn kriegst du. Ja, und schön ist im Beinkreis. Ah, ist das ein netter Ort. Mit Beim, ne? Blumen. Ja, und Häuser. Kirchen. Ja, ja, da hat dir bestimmt gut gefallen, ja. Das merkst du! Das ist doch schon jahrzehntelang her! So was verjährt nicht! Aber ihr sollt mich kennenlernen, mein Lieber, ihr Lumpen! Ihr Patsch übereinander! Oh. So, jetzt haben wir einen Salat. Nein, den haben wir nicht, den kriegen meine Hosen! Herrgott! Was ist ein Donnerwetter? Ja, Vater, du darfst dich schicken, dass du dich umziehst. Die Gäste werden nicht mehr lange ausbleiben. Da wird nichts umgezogen, die Hochzeit wird abgesagt. Ja. Was? Du, ich bin vielleicht kein kleiner Bub, das merkst du. Dabei bleibst du, hilft dir gar nichts mehr. Mutter! Mutter, geh mal rein. Da hat Mutter auch noch was mitzuhören. Ja, das wird's gleich hören, was die sagt. Ja, was ist denn? Mutter, ist das wahr? Ich soll Pfefi auf einmal nimmer heiraten. Nein, Sepp, es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Warum nicht? Ja, der Vater will's halt nicht haben. Und ich hab auch gesehen, dass er recht hat. Ja, und er ist schließlich der Herr im Haus. Okay, seit wann denn? Seit heute, am Tage des Salates. Jawohl! Ich bin der Salat. Ich bin der Herr im Haus. Und ich gib's einfach nicht zu. Corbinian, jetzt gehst du lieber zum Herrn Pfarrer und zum Wirt und sagst, wir müssen die Hochzeit leider absagen. Was hast du leider? Mit Freuden und sofort, immer. Na, halt! Ich muss euch was sagen. Es ist nämlich... Was willst du denn noch? Ja, dass... Das gescheiter ist, ich geh selber zum Herrn Pfarrer und red mit ihm. Jetzt zieh ich mich mal um. Tröst dich nur, Fefi. Das wird wieder eingerenkt. Ich lass mir nicht mehr nicht alles gefallen. Ich wünsch nur, dass dir nicht leid tut, was du uns heute an du hast. Also, die Geschichte hat mich jetzt das so aufgeregt, verstehst du? Dass ich schon wieder meine Halluzination habe. Auf dem Tisch da eine frische Masse Bier und eine gute Brotzeit. Ja, jetzt hat's dir aber wirklich, weil da ist gar nichts. Oh nein, da schickt der Metzger dem Stein Würst drüber. Anzapft hab ich auch gleich. Thomas, das ist keine Halunke-Nation. Prost, Kameraden. Die Nacht wird kühl.